Ja, guten Tag. Mein Name ist Michael Börskens und wir haben eine Vorlesung gemeinsam mit dem Titel Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Ich bin kein Ökonom, sondern Gesellschaftsrechtler, aber wir werden hier gemeinsam diskutieren über verschiedene Fragen. Damit Sie sehen, was wir heute alles vorhaben, habe ich hier mal eine kurze Gliederung erstellt. Sie sehen, das ist ein volles Programm, wenn Sie sich das so angucken. Glauben Sie kaum, dass wir es schaffen werden. Und damit Sie sehen, dass wir es wirklich schaffen, habe ich das Ganze auch am linken Rand für Sie aufgezeichnet. Und ganz unten links sehen Sie diesen kleinen blauen Strich, das ist der Fortschrittsbalken. Und wenn dieser Balken rechts angekommen ist, ist die Veranstaltung zu Ende und Sie können nach Hause gehen. Vorher nicht. Fangen wir ganz am Anfang an. Worum geht es in dieser Veranstaltung und wie läuft sie ab? Ja, da habe ich zunächst mal eine Frage an Sie. Und da ich Sie nicht alle persönlich befragen kann, haben wir das hier Hightech-mäßig gemacht. Sie können unter dieser Internetadresse mit Ihrem Smartphone oder PDA oder Laptop live abstimmen. Ja, das ist hier wie bei Wer wird Millionär? Das hat für mich den statistischen Vorteil, dass ich die Ergebnisse direkt sehe und ich nicht hier abstimmen lassen muss mit Händen und Füßen. Und das hat für Sie den Vorteil, dass Sie nicht einschlafen und ich sehen kann, dass immerhin noch bestimmte Leute hier auch geistig anwesend sind, wenn ich hier 10 Minuten am Stück geredet habe. Ja, schauen wir mal. Es geht um die Frage, haben Sie einen persönlichen Bezug zum Gesellschaftsrecht? Sie sehen die kleine 1 da und das heißt, eine Person hat abgestimmt bisher. Ja? Also ich kann sehen, wie viele abstimmen. Je mehr Leute da abstimmen, desto höher wird die Zahl. Es haben 3 abgestimmt. Schauen wir mal. Ja, das wird spannend. Wir müssen ja mal hier Auflockerungsübungen machen. 13, 14, 15. Ist auch eine Art Teilnehmerkontrolle, wie viele Leute sind im Raum. 19, 20. Es gibt so sprunghafte Anstiege, glaube ich. Ja. Jetzt sind Sie ganz gespannt, inklusive dem Tippfehler in der letzten Frage, für den einen Schwerpunkt im Gesellschaftsrecht. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgegangen ist. Ja, 6 Leute in diesem Raum haben immerhin irgendwelche Aktien, also die Kapitalisten unter uns. 2 sind Gesellschafter in einer Gesellschaft. Wir haben immerhin 15 Leute, wo Verwandte, Bekannte oder Sie selbst in einem Unternehmen aktiv als Betreiber tätig sind. Und 24 Leute, die sich für den einen wahren Schwerpunkt im Gesellschaftsrecht entschieden haben. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden jetzt hier ganz neue Sachen lernen. Denn die Frage dieser Veranstaltung ist, warum? Die Frage ist nicht wie in sonstigen juristischen Vorlesungen, sondern wir fragen uns, warum gibt es zum Beispiel etwas wie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften? Wenn Sie das noch nicht wissen, wenn Sie nicht wissen, was es ist, kein Problem, kommt alles. Und wir machen das Ganze bis zum Konzern- und Kapitalmarktrecht. Das heißt, wenn Sie aus dieser Veranstaltung rausgehen, können Sie jeden Gesellschaftsrechtler hier totreden und die werden alle staunen, was Sie alles wissen. Sie können hinterher so viel Gesellschaftsrecht, man wird Sie beneiden. Diese Veranstaltung hat eine Doppelfunktion. Sie richtet sich an Teilnehmer aus dem Schwerpunktbereich, die Fachleute im Gesellschaftsrecht sind, mehr oder weniger. Sie richtet sich aber auch an Law- und Economics-Studenten, die sich mit Ökonomik hoffentlich auskennen, das heißt mit den Methoden der Volkswirtschaftslehre, aber wahrscheinlich gar keine oder vielleicht nur ganz wenig Kenntnis im Gesellschaftsrecht haben. Das ist völlig unproblematisch, weil wir uns hier weder mit den Tiefen der Ökonomik auseinandersetzen werden, noch mit den Tiefen des Gesellschaftsrechts, sondern von beiden ein bisschen. Oder, wenn wir mal hier Herrn Coase zitieren wollen, früher konnte man sich noch auf Englisch ausdrücken und heute macht man es in Formeln. Wir gehen zurück auf das, was Coase gemacht hat. Wir reden weniger in Formeln, sondern mehr in Sprache. Wie bereiteten Sie diese Veranstaltung vor oder nach? Sie können sich zunächst mal im Internet die Gliederung runterladen. Wenn Sie sich die Gliederung angucken, steht zu jedem Termin ein Thema und es stehen da ein paar Kontrollfragen.
die Sie nach der Veranstaltung jeweils beantworten können sollen. Ich habe weiterhin für Sie in eCampus verschiedene Aufsätze bereitgestellt, die Sie vorher oder nachher lesen können. Dummerweise ist ein Teil davon in Englisch. Das liegt daran, weil Ökonomen die englische Sprache lieben, Juristen nicht so sehr. Da müssen Sie mit zurechtkommen. Wenn Sie nicht damit zurechtkommen, ist es aber nicht schlimm, denn alles Wesentliche wird hier gesagt und auf Video aufgenommen. Das heißt, Sie können sich mich zu Hause in Zeitlupe angucken oder die lustigsten Szenen Ihrer Oma zeigen oder was auch immer Sie damit machen wollen. Wenn Sie sich hier total verängstigt fühlen wegen der Kamera, kann ich Sie beruhigen. Sie werden nicht gefilmt, die Kamera steht vor Ihnen und auch akustisch sind Sie nicht zu hören. Das Mikrofon ist nicht so empfindlich, dass Sie noch als Tonspur erscheinen können. Wenn es Ihnen trotzdem zu peinlich ist, hier eine Frage zu stellen, können Sie das natürlich online tun. Es gibt nämlich in eCampus auch ein Forum. Und dieses Forum hat einen ganz großen Vorteil, es ist nämlich komplett anonym. Sie können also was da reinschreiben und keiner kann technisch herausfinden, wer Sie sind. Wenn Sie mich also übelst beleidigen wollen, können Sie das da tun und ich kann es Ihnen nicht übel nehmen, weil ich nicht weiß, wer Sie sind. Last but not least wird im Rahmen dieser Vorlesung auch ein Skript erstellt. Dann können Sie das nochmal ganz knapp nachlesen. Das Skript hat nicht den Umfang eines Lehrbuchs. Ich gehe davon aus, am Ende der Veranstaltung dürften das so ungefähr 60 Seiten sein. Und im Wesentlichen, was im Skript drin steht, muss man wissen. Was kommt in der Klausur dran? Sie müssen keinen Fall lösen. Das heißt, Sie müssen auch nicht unbedingt einen Gesetzestext haben. Das Gesetz nützt Ihnen nichts. Stattdessen wird die Klausur eine Beratungskonstellation behandeln. Es wird also eine Fragestellung sein, was empfehlen Sie, welches Verhalten ist effizient, welches Verhalten ist ökonomisch richtig. Dazu müssen Sie auf die Prinzipien zurückgreifen, die wir hier in der Veranstaltung gemacht haben und das schön begründen. Das Ganze korrigiere ich dann und dann kriegen Sie die Klausur erfahrungsgemäß so nach ein, zwei Wochen zurück und dann wissen Sie, was rausgekommen ist. So, damit es nochmal deutlich ist, Sie müssen die Paragraphen nicht kennen. Das ist hier keine normale Jura-Klausur. Sie müssen also nicht wissen, was weiß ich, wo ist die Haftung der OHG-Gesellschafter gegründet. Das ist nicht Gegenstand dieser Veranstaltung. Nochmal zur Zusammenfassung. Sie brauchen keine Vorkenntnisse, weder im Gesellschaftsrecht noch in ökonomischen Methoden. Wir untersuchen hier Strukturen und konkrete Fragestellungen. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit Aktiengesellschaften, weil da geht es um Geld, da geht es um wirtschaftlich relevante Positionen. Wir gucken uns aber auch mal die kleineren mittelständischen Unternehmen an. Und ich habe für Sie zur Vor- und Nachbereitung viel Materialien bereitgestellt. Nochmal, Klausur, kein Rechtswissen, Anwendung der Methodik, kriegen Sie alle hin, gar kein Problem. Gut, damit genug zur allgemeinen Einleitung und zum eigentlichen Thema dieser Veranstaltung. Wir werden uns heute beschäftigen mit etwas, das nennen die Ökonomen Unternehmung. Unternehmung, das klingt irgendwie ein bisschen nach Abenteuerurlaub. Warum hat man diesen komplizierten Ausdruck gewählt? Dazu muss man wissen, es gibt in der Ökonomie Herrn Coase. Und Herr Coase hat einen Beitrag geschrieben, der heißt The Nature of the Firm. Und wenn man das weiterdenkt, entwickelt sich daraus eine Theory of the Firm. Die Frage also, die Theorie der Firma, können wir übersetzen. Warum hat man Firm nicht mit Firma übersetzt? Ganz einfach, weil die Juristen dagegen Sturm gelaufen sind. Denn es gibt eine gesetzliche Regelung und das ist 17 HGB. Da steht drin, die Firma ist der Name des Kaufmanns. Und das Theory of the Firm Problem ist nicht die Frage, welchen Namen soll ein Kaufmann wählen. Das macht die IHK, das ist nicht so spektakulär. Sondern es geht um die Frage, warum gibt es überhaupt Unternehmen und welchen Zweck erfüllen die? Das heißt, der Ausdruck Firma war vorbelegt, das heißt, den durfte man nicht nehmen. Und da hat man einen neuen Ausdruck gesucht. Da sagen Sie, Unternehmung ist trotzdem kein schöner Ausdruck. Unternehmung, Abenteuerunternehmung oder sowas. Warum nicht einfach Unternehmen? Das kennt man doch. Unternehmen gibt es dicke Bücher. Hier Carsten Schmidt, Unternehmensrecht 1. Das Problem ist, in der juristischen Sprache ist Unternehmensrecht nicht zwingend das Recht der Unternehmensträger. Was meine ich jetzt damit schon wieder? Wenn Sie in Paragraph 14 BGB gucken, steht da drin, Unternehmer ist eine Person, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Das heißt, wir orientieren uns dabei nicht daran, was die Leute sind, sondern wir fragen uns eher, was machen die Leute? Ja, also was tun die? Die Ökonomen interessieren sich auch für diese Frage. Die interessieren sich aber vor allen Dingen für die Frage, warum sind diese Sachen so strukturiert, wie sie strukturiert sind? Warum sind das nicht alles einzelne Menschen? Warum gibt es Gesellschaften? Warum gibt es Kaufleute? Die Frage ist also nicht, was tun die? Sondern die Frage ist, warum tun die es in dieser rechtlichen Gestaltung? Das Problem ist, Ökonomen haben es nicht so wie Juristen mit Definitionen. Das heißt, wir haben noch nicht mal eine schöne Definition, was eigentlich jetzt dieses Unternehmen bedeuten soll. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir eine ausgedacht. Die Theorie der Unternehmung beschäftigt sich mit den allgemeingültigen Merkmalen von Wirtschaftseinheiten im Wirtschaftssystem Marktwirtschaft. Also das, was die Leute gemeinsam haben, die wirtschaftlich tätig sind in unserem normalen Wirtschaftssystem. Das heißt für uns Juristen jetzt, es spielt keine Rolle, ob jemand Kaufmann ist, ob jemand Kleingewerbetreibender ist oder Freiberufler. Der Anwalt wird genauso behandelt wie der Großhandel. Der Anwalt wird genauso behandelt wie der Importeur. Das ist alles für den Ökonomen erstmal grundsätzlich das Gleiche. Auch die Rechtsform ist dem Ökonomen erstmal grundsätzlich egal. Es spielt keine Rolle, ob wir uns die Daimler AG angucken oder die Arbeitsgemeinschaft Renovierung Juridicum, wo zwei kleine Bauunternehmer tätig sind. Der Ökonome sagt, das sind alles Unternehmungen und die haben irgendwelche Merkmale, die gemeinsam sind und die wir uns näher angucken müssen. Der Ökonome geht sogar noch weiter. Der Ökonome guckt sich an verbundene Unternehmen. Verbundene Unternehmen erkläre ich Ihnen in 30 Sekunden. Er guckt sich aber auch an Vertragsnetze. Vertragsnetze kennen Sie alle, wenn Sie zum Hauptbahnhof gehen. Da gibt es ein großes goldenes M. Und das ist ein Schnellrestaurant. Und das ist McDonald's. Und McDonald's gehört nicht etwa alles dem Unternehmen McDonald's, sondern es ist ein Franchising-System. Das heißt, jeder McDonald's-Betreiber ist ein eigenes Unternehmen und die lizenzieren die Kennzeichen, die Burger, die da kommen, die Werbung, dafür bezahlen die, aber ansonsten handeln die auf eigenes Risiko. Das heißt, wenn sie da nichts essen, gehen die pleite, während McDonald's weiterhin weltweit unberührt bleibt. Der Ökonome würde sagen, auch das ist möglicherweise eine Unternehmung, also das Ganze mit vielen kleinen Einzelnen, die unabhängig voneinander agieren, weil auch die treten nach außen für sie als Kunden als Einheitsmarke auf. Und natürlich, was Herrn Zimmer besonders interessieren dürfte, auch Kartelle sind möglicherweise Unternehmungen. Denn Kartelle treten auch als Einheit auf. Die verlangen einheitliche Preise und einheitliche Bedingungen. Die haben sich einfach abgesprochen. Auch das ist eine Einheit nach außen. Das heißt, Ökonom wirft das alles in einen Topf, rührt einmal um und sagt, jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn da die Gemeinsamkeit und warum ist das so? Der Jurist würde gar nicht auf die Idee kommen, da Gemeinsamkeiten zu sehen. Der sagt, das ist alles völlig verschiedene Sachen. Und ich als armer Mensch muss Ihnen das jetzt alles erklären. Nochmal, unsere Kernfragestellung ist, warum braucht man sowas überhaupt? Warum braucht man Unternehmungen? Warum kämpft nicht jeder für sich allein? Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn die Empirie spricht dafür, dass da schon irgendwas dran sein muss. Jeder Staat der Welt hat ein Gesellschaftsrecht. Ob es China ist, Russland ist, Jamaika ist, USA ist oder Deutschland ist, jeder Staat kennt Gesellschaften. Das spricht dafür, es muss irgendeinen Sinn dafür geben, denn unabhängig voneinander haben sich diese Strukturen entwickelt und die Leute haben aufeinander abgeguckt. Das heißt, wenn das völliger Quatsch wäre, hätte es keiner abgeguckt. Das Zweite, was wir beobachten können, ist, diese Gesellschaften sind fast überall rechtsfähig. Das heißt, sie können die Gesellschaft verklagen und die Gesellschaft kann sie verklagen. Das muss auch irgendeinen Grund haben, denn auch das wieder überall. Und das Bemerkenswerte ist, der Staat hat überall Gesetze geschaffen, obwohl in vielen Staaten, nicht in allen, Vertragsfreiheit gilt. Das heißt, wenn das Ganze so cool wäre, hätte sich vielleicht auch durch Verträge entwickelt und trotzdem meint der Staat, überall auf der Welt Gesetze machen zu müssen. Und Menschen können sich auch so einigen. Sie wissen das, gerade im Kartellrecht ist es üblich, dass man eben keinen langen Vertrag macht, schlicht deshalb, weil man nicht erwischt werden will. Also, sie verabreden sich unter der Hand, Gentleman's Agreement,
Warum muss der Staat hier Gesetze schaffen? Und diese Fragen beschäftigen uns enorm, denn viele Juristen verdienen ihr Geld damit. Die ganzen großen M&E-Abteilungen leben vom Gesellschaftsrecht. Dann natürlich auch der Staat macht sein Geld damit, denn er kriegt Registergebühren, er macht Gesetze, er investiert da viel Geld. Das muss einen Grund haben. Also wichtige Fragen, die wir beantworten müssen. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, verbundene Unternehmen, was soll das jetzt wieder bedeuten? Verbundene Unternehmen sind nach § 15 Aktiengesetz Unternehmen, die rechtlich selbstständig sind. Aber sie stehen im Mehrheitsbesitz eines anderen Unternehmens. Das heißt, wir haben eine Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft ist ein unabhängiges Unternehmen. Sie kennen Porsche und VW, sind beides selbstständige Unternehmen und trotzdem bilden die einen Konzern. Das heißt, der Jurist sagt, rechtlich verschieden Träger, der Ökonom sagt, möglicherweise aber im Außenverhältnis eine Unternehmung, denn wenn die beide den Bach runtergehen, dann ist es für alle Beteiligten schlecht. So, nach dieser langwierigen, abstrakten Einleitung noch die Zusammenfassung. Unternehmung ist die Übersetzung von dem Wort Firm aus Theory of the Firm, weil Firma vorbelegt ist durch Name des Kaufmanns. Unternehmer ist ebenfalls vorbelegt im juristischen Bereich, weil da geht es um die Tätigkeit, nicht um die Organisation. Das heißt, auch der Begriff ist nicht verwendbar und damit ist Unternehmung der letzte Ausdruck, den wir verwenden konnten. Und der Begriff ist denkbar weit zu verstehen. Es spielt keine Rolle, wie es rechtlich strukturiert ist, ob als Einheitsgesellschaft, als möglicherweise illegales Kartell oder auch als Vertragsnetz, wo die Vorgaben ganz besonders streng sind, etwa bei Bofrost, wo der Mann eine bestimmte Route fahren darf, nur bestimmte Produkte verkaufen darf, bestimmte Kennzeichen verwenden muss, eine bestimmte Uniform tragen muss, zu bestimmten Zeiten kommen muss, wo alles genau vorgegeben ist. Und trotzdem ist der Bofrostmann ein selbstständiger Unternehmer, der auf eigene Rechnung arbeitet und nur Lizenzgebühren abgeben muss. Sie sehen also ein sehr breites Thema und wir haben nur begrenzte Zeit. Fangen wir mit dem einfachen Teil an. Gehen wir zurück ins zweite Semester, Vertragsrecht 1. Da haben wir gesprochen über Werkverträge und Dienstverträge, über Mietverträge und Kaufverträge. Und die Frage, die man sich erstmal stellen muss, ist, warum gibt es überhaupt Dauerschuldverhältnisse? Und dazu habe ich mal wieder eine psychologisch tiefsinnige Frage mir überlegt, um das Ganze empirisch zu erforschen hier im Hörsaal. Nämlich, wie nutzen Sie Ihr Handy zum Telefonieren? Das ist eine wichtige Frage. Es geht nicht um Internetsurfen oder SMS, sondern nur um das Telefonierverhalten. Das ist mal eine rein praktische Frage. Sie sehen, wie viele Gedanken ich mir hier mache über Ihr Handyverhalten. Millionen Aufwand. So. Jetzt kommt auf. Die Leute, die dreimal abstimmen, die kommen jetzt gleich auch noch dazu. Sie können auch mehrmals abstimmen, aber das macht es nicht besser. Ja. Sie sehen, die Mehrheit von Ihnen hat eine Telefonie-Flatrate. Und jetzt müssen wir uns folgende Frage stellen. Warum haben Sie eine Flatrate gebucht und zahlen nicht pro Sekunde oder pro Minute Anruf? Was meinen Sie, ist der praktische Grund dafür, das entspricht ungefähr dem deutschen Bevölkerungsdurchschnitt, es ist teilweise sogar ein bisschen höher mit den Flatrates. Warum buchen Leute Flatrates? Haben Sie irgendeine Ahnung? Ja? Sehr gut. Die meisten Leute denken in der Tat, ach, ich brauche eh mehr Telefonminuten, als in der Flatrate drin sind. Also ist es doch sinnvoll, dass ich hier eine Flatrate buche und einfach nicht pro Minute abbrechen muss, spart mir Abrechnungsaufwand. Jetzt frage ich Sie, warum ist es denn sinnvoll für die Telefonunternehmen, Flatrates anzubieten? Wenn das so ist, dass die Leute bei minutenweise Abrechnung mehr bezahlen würden, warum bieten Sie denn dann eine Flatrate an? Ja?
So ist es. Die meisten Leute telefonieren deutlich weniger. Das heißt, wenn sie keine Flatrate hätten, würden sie Geld sparen. Sie zahlen also für eine Leistung, die sie nicht in Anspruch nehmen. Das ist eine Mischkalkulation. Warum funktioniert das Ganze? Warum buchen Leute trotzdem Flatrates? Ich frage nur mal so, für die Leute, die jetzt hier ein bisschen Ökonomie kennen. Das ist ja ineffizient, dass sie einen Vertrag abschließen mit einer Leistung, die sie gar nicht in Anspruch nehmen, beziehungsweise nicht voll ausnutzen. Das ist absolut unsinnig. Ein rationaler Mensch würde das nicht machen. Naja, es gibt eine gewisse Sicherheit, da ich ja nie über den Betrag hinausgehe. Das heißt, ich bin zwar fast immer runter, aber wenn ich in einem Monat unglaublich viel telefoniere, werde ich nicht meine Kosten über die, sagen wir, 20 Euro übertragen. Ja, es ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Menschen sind risikoavers im Grundsatz. Das heißt, sie denken immer, ich will Risiken vermeiden und ich zahle gerne für eine Versicherung, die mir das Risiko abnimmt und dafür bin ich schon bereit, was aufzuopfern. Ganz vernünftig. Jetzt denken wir aber nicht über Sie nach als Individuen, sondern über Unternehmen. Und die Frage lautet, warum schließen Unternehmen nicht nur Werkverträge ab? Der Werkvertrag klingt sehr attraktiv. Das heißt nämlich, wenn Sie ein Werk anfordern, wird ein Erfolg geschuldet. Es muss also das Ergebnis wirklich eintreten. Wenn das nicht eintritt, haben Sie Gewährleistungsansprüche. Und die Gewährleistung umfasst insbesondere das Recht zur Nacherfüllung. Und zwar verschuldensunabhängig. Selbst wenn der Mensch, den Sie beauftragt haben, es nicht besser machen konnte, haftet er und muss es nochmal neu machen. Und zwar so lange, bis es funktioniert. Und zwar auf eigene Kosten. Für jeden Nachbesserungsversuch kriegt er kein eigenes Geld. Wenn der Fliesenleger also die Fliesen nicht vernünftig angebracht hat, muss der wiederkommen, die Fliesen neu legen. Kriegt er kein Geld für. Und das muss er 50 Mal machen, das kostet ihn ein Schweinegeld. Zweitens, zahlen Sie wirklich nur für die Leistung, die Sie auch kriegen. Genauso wie beim Handyvertrag. Sie zahlen nicht flat und sagen, du musst den ganzen Tag hier sitzen, wenn ich keine Arbeit für dich habe, zahle ich Geld, du musst nichts tun. Sondern Sie zahlen nur für die Arbeit, die Sie kriegen. Sie sagen also, Fliesen meines Badezimmers kostet 100 Euro und wenn er dafür 20 Stunden braucht, dann hat er halt nur 100 Euro verdient in den 20 Stunden. Es ist weiterhin so, Sie können den Vertrag abschließen, wenn Sie ihn brauchen. Sie müssen nicht einen Fliesenleger quasi ständig auf Abruf haben, sondern Sie rufen den an, wenn Sie ihn brauchen. Und, wie gesagt, wenn er keine Arbeit leistet oder die Arbeit nicht zufriedenstellend ist, zahlen Sie auch nicht. Sie müssen erst dann zahlen, wenn die Arbeit wirklich abnahmefähig ist. Also eigentlich ein total super Vertrag für Sie als Auftraggeber. Wenn Sie ein guter Auftragnehmer sind und wissen, Sie leisten gute Arbeit, ist es auch für Sie attraktiv. Denn wenn Sie sagen, ich kriege die Arbeit, die anderen in 10 Stunden machen, in 5 hin, machen Sie so einen Vertrag, kriegen mehr Geld für weniger Arbeit. Also ein sehr attraktives Angebot. Warum ist das ökonomisch nicht der Renner? Um Ihnen zu zeigen, dass es ökonomisch in der Tat sinnvoll ist, kennen Sie vielleicht dieses Unternehmen oder auch nicht. Dieses Unternehmen heißt Uber. Und dieses Unternehmen bietet an einen Mitfahrservice. Im Sinne von, Sie sagen, ich möchte gerne mit dem Auto transportiert werden von Bonn nach Köln. Dann gehen Sie in die App, sagen Bonn nach Köln und die sagen, schicken das dann alle rum und wenn einer Interesse hat, dann sagt er, nehme ich mit und kriegt von Ihnen dann Geld dafür. Und die kriegen eine kleine Pauschale von dem Geld wieder. Das heißt, wenn keiner sich findet, nimmt sich keiner mit, müssen Sie nicht bezahlen. Wenn Sie jemanden findet, kriegt er Geld und die kriegen auch Geld dafür. Sie haben vielleicht auch in der Presse mitgelesen, die haben richtig Probleme, nämlich mit den Taxiunternehmen. Taxiunternehmen ist quasi die Branche, die das macht. Und die Taxiunternehmen finden das ganz furchtbar, weil die sagen, uns brechen hier die Fälle weg. Sie haben vielleicht auch gesehen, die Taxiunternehmen haben die verklagt, und zwar sogar mit Erfolg in Frankfurt. Denn die sagen, dieses Unternehmen, das bietet selber Transportleistungen an. Also Uber transportiert sie. Jetzt überlegen Sie mal ganz kurz einen Moment zurück. Was habe ich gesagt, machen die? Transportiert sie ein Auto von Uber von A nach B? Ist das wirklich deren Geschäftsmodell? Dass die 100 Fahrer angestellt haben, also Chauffeure, und dann so auf Abruf einen Chauffeur von A nach B schicken? Uber ist nur der Vermittler. Die einzelnen Personen stellen ja selbst das Auto, also die einzelnen Fahrer. So ist es. Uber agiert rein als Vermittler, rein als Plattform für den Austausch von freiwilligen Fahrern und Interessenten. Warum kommt das Gericht trotzdem zu der Überlegung, dass die selber Unternehmer sind? Ganz einfach, weil die behaupten, das Modell von denen ist darauf angelegt, den kompletten Taximarkt zu übernehmen. Weil der selbstständige Taxifahrer ist hier nicht mehr rentabel, wenn es eine Plattform gibt, wo sich jeder Hinz und Kunz als Transporteur anbieten kann und damit den Zweck des Taxifahrers erfüllen kann.
Und dadurch, dass die quasi am Knotenpunkt sitzen und das Ganze vermitteln, sind die diejenigen, die das Ganze kontrollieren. Das heißt, unser Modell erfolgsbezogene Tätigkeit ist deutlich rentabler, als wenn Sie 100 Taxifahrer anstellen. Uber zahlt keinen Cent für die Fahrer. Uber hofft, dass die Leute sich einen Fahrer buchen können. Und das Ganze können Sie sich theoretisch in jedem Markt vorstellen. Das können Sie sich auch bei Kassierern vorstellen im Supermarkt. Sie können also alles on demand machen. Also warum hat sich das Ganze nicht durchgesetzt? Jetzt sagen Sie, das ist ein technisches Problem und so ähnlich sieht das auch unsere Bundesregierung. Die Bundesregierung fördert nämlich ein Projekt, das heißt Industrie 4.0. Ja, 4.0, denken Sie sich, was war denn 1.0? Aber 4.0 möchte die Bundesregierung haben und dazu gehört ein ständiger Datenaustausch zwischen allen Unternehmen. Das heißt, wenn Sie ein Auto bauen wollen, schicken Sie eine Anfrage an den Hersteller der Schrauben und er liefert Ihnen genau die 4 Schrauben, die Sie für dieses Auto brauchen. Sie brauchen Lack, er schickt Ihnen genau die Menge Lack, die Sie für dieses Auto brauchen. Sie haben also nicht eine Abnahme von kistenweise Zeugs, sondern Sie decken immer nur genau die Nachfrage ab. Sie bestellen Ihr Auto bei VW, VW fängt an, bestellt Reifen, bestellt Schrauben, bestellt Lack, bestellt, was weiß ich, irgendwelche Elektrobauteile mit irgendwelchen gefälschten Werten. Das machen die alles auf Nachfrage. Das heißt, wir nähern uns dem Modell an, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Alles wird nur noch on demand produziert. Die haben keinen Dauervertrag, sondern die bestellen nur das, was sie brauchen. Das ist aber nicht der Stand der Technik und die Frage ist, warum? Und die Antwort liegt in einem Phänomen, das nennt sich Holdout-Problematik. Dazu stellen wir uns vor, es gibt zwei Leute, A und B. A und B haben einen Vertrag und B soll A irgendetwas liefern. Nee, A soll B irgendetwas liefern und kriegt dafür 200 Euro. Sagen wir, er soll ihm liefern ein Notebook. Der A selber hat aber kein Notebook und lässt das Notebook von C produzieren. Und C zahlt er dafür 100 Euro. Das Ganze funktioniert wunderbar, bis zu dem Moment, wo der C hingehen kann und sein Produkt verkaufen kann, statt an A, an einen X. Dann kann der C nämlich sagen, hör mal, wenn ich mein Notebook an dich liefere, kriege ich 100 Euro. Aber wenn ich das an X liefere, kriege ich 140 Euro. Also musst du mir 150 zahlen, sonst kriegst du das nicht von mir. Jetzt sagt der A, das kann ich mir gut leisten, dann mache ich immer noch 50 Euro Gewinn. Also wird der A bereitwillig 150 Euro an C zahlen, um das Notebook an B zu liefern. Ganz trivial. Und diese Erpressung funktioniert wunderbar. Ja, das ist schlichte Erpressung. Ich sage, statt an dich liefere ich lieber jemand anderen. Und natürlich gibt es ganz auch im umgekehrten Fall, wenn der A nämlich liefern kann an jemand anderen, dann wird er den B erpressen und sagen, hör mal, es gibt einen Y und der Y zahlt mir 250 Euro, also zahl du mir 260. Und so können wir dieses Erpressungsspiel immer weiterspielen. Das heißt, bei den bedarfsbezogenen Verträgen haben wir das Erpressungspotenzial. Die Glaubwürdigkeit dieser Erpressung hängt davon ab, ob es wirklich einen alternativen Nachfrager gibt. Wenn Sie irgendjemand anderen haben, der Ihr Produkt haben will, können Sie jeden Einzelnen erpressen. Es hängt weiterhin davon ab, ob Sie viel Konkurrenz haben, denn wenn Sie dann zu teuer werden, kauft einfach bei jemand anderem ein. Das heißt, Erpressung funktioniert dann, wenn der Markt gesund ist. Wenn Sie Monopolist sind oder es nur einen Nachfrager gibt, weil Sie der einzige Mensch auf der Welt sind, der die passenden Schrauben für VW-Autos herstellt oder die Chips, die mit den manipulierten Daten. Da gibt es halt keinen großen Markt, den stellt nur einer her, nämlich Bosch. Also Bosch sind die einzigen, die manipulierte Chips für VW herstellen. Also hat Bosch hier eine Stellung, dass sie gar nicht mit VW diskutieren müssen, die VW-Leute müssen bezahlen. So. Weiterhin gibt es noch Rechenprobleme. Wenn Sie einen Werkvertrag abschließen, müssen Sie genau wissen, was Sie wollen. Sie müssen also sagen, wie es hinterher aussehen muss, denn nur daran wird der Werkunternehmer gemessen. Sie müssen auch sicherstellen, ob das, was Sie bekommen haben, dem entspricht, was Sie gefordert haben. Dieser Spezifikationsaufwand ist enorm hoch im Softwarebereich. Wenn Sie ein Computerprogramm anfordern, müssen Sie ein sogenanntes Pflichtenheft erstellen. Und wenn Sie jetzt Unternehmen sind, die entsprechend groß sind, dann kommen da solche Bücher raus, wo drin steht, was das Programm alles können muss am Ende. Und wenn eine Sache fehlt, gibt es kein Geld. Schlecht.
Und das muss am Ende alles geprüft werden, ob jedes einzelne Merkmal erfüllt ist. Und wenn es Auslegungsprobleme gibt, ist das sehr schlecht, denn die Auslegung geht im Zweifel zulasten desjenigen, der die Spezifikation aufgestellt hat. Das heißt, wenn die Wischiwaschi sich ausdrücken, müssen sie riskieren, dass sie etwas Schlechteres kriegen, als sie wollten. Dann haben sie einen enormen Verhandlungsaufwand. Jedes Mal, wenn sie den Auftrag erteilen, müssen sie neu verhandeln. Und aus Sicht des Werkunternehmers gibt es das Problem der Inflation. Sie vereinbaren 100 Euro, dann kommt die Inflation, für 100 Euro kriegen Sie nichts mehr. Das Geld ist nichts mehr wert. Oder das Problem der Nachfragekonkurrenz, dass Sie eben sich bessere Geschäfte entgehen lassen, die binden sich und jemand anderes bietet Ihnen was Besseres an, Pech gehabt. Es gibt weitere Gegenanreize. Wenn Sie immer nur Werkverträge abschließen würden hier, als später hochqualifizierter Absolvent dieser Uni, dann haben Sie immer das Risiko, dass Sie irgendwann mal auf der Straße stehen, weil es keinen Nachfrager mehr gibt. Sie riskieren also, dass Ihnen die Stelle wegbricht. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, haben Sie einen relaxten Job, dann können Sie dahin gehen, kriegen Ihr Geld, egal ob der Chef Ihnen eine Arbeit gibt oder nicht. Wenn Sie Glück haben, können Sie den ganzen Tag als Beamter da sitzen und Kaffee trinken und noch mehr Kaffee trinken und noch mehr Kaffee trinken. Sie kriegen Ihr Geld trotzdem. Und natürlich, Sie haben gewissen Aufwand mit Werkverträgen. Sie kennen das vielleicht aus dem Bereich Medizin, wo nicht jeder Arzt unbedingt ein Röntgengerät in seiner Praxis stehen hat. Oder wo nicht jeder Zahnarzt unbedingt selber Gebisse herstellen kann. Der Grund dafür ist, Sie brauchen möglicherweise bestimmte Einrichtungen, um Ihre Tätigkeit zu erbringen. Und die müssen Sie erstmal in Vorleistung bereitstellen. Und das wird teuer, das überlegen Sie sich gut. Also, viele Leute ziehen Dauerschuldverhältnisse den konkreten erfolgsbezogenen Geschäften vor. Sind jetzt diese Dauerschuldverhältnisse wirklich besser? Natürlich nicht, denn sonst gäbe es keine Werkverträge. Und auch da haben Sie wieder Probleme. Sie haben nämlich zunächst mal den Prognoseaufwand. Das sehen wir besonders in der Verwaltung. Jetzt denken Sie sich, Verwaltung, was hat das damit zu tun? Verwaltung ist so: Der Staat muss kalkulieren, wie viele Leute kommen zum Arbeitsamt und wollen da Geld haben. Und entsprechend viele Leute werden eingestellt, die da am Schalter sitzen und die Leute abarbeiten. Wenn jetzt wenig Arbeitslose da sind, hat man Leute angestellt, die da sitzen und Däumchen drehen. Hat man zu wenig Leute angestellt, sind die Schlangen riesig, alle sind unzufrieden. Das heißt, Sie haben als Mensch, der eine Verwaltung anschafft, den Aufwand zu kalkulieren, wie viele Sie eigentlich brauchen. Und dieser Aufwand kann eigentlich immer nur falsch kalkuliert werden. Sie haben nie genau die idealen Punkte berechnet. Sie haben entweder zu viel oder zu wenig und Sie haben immer Ärger. Zweitens, dadurch, dass Sie nur einmal verhandeln, nämlich dann, wenn Sie diejenigen einstellen. Sie kennen das Einstellungsgespräch, welche Gehaltsvorstellungen haben Sie denn? Wenn Sie die Frage falsch beantworten, wird das relativ schwer, da wieder rauszukommen. Es gibt zwar immer diese Karrieregespräche, aber wenn der Chef genau weiß, den will eh keiner mehr haben, dann sind die Karrieregespräche recht kurz. Wollen Sie weiter hier arbeiten? Ja, gut. Also, die haben einen relativ hohen Aufwand sozusagen in ersten Verhandlungen. Wenn Sie die Verträge ändern wollen, ist das sehr unangenehm bei Arbeitnehmern. Wenn Sie mehr als 20 haben, haben Sie Kündigungsschutz. Sie werden sie nicht mehr los. Die können sich einfach so auf die Straße setzen. Das heißt, auch da, drum prüfen, wer sich ewig binde, ganz schwierig. Und last but not least haben wir auch das Problem des Überwachungsaufwands. Jetzt haben Sie Tausende von Arbeitnehmern eingestellt und die sitzen alle in Ihrer Fabrik und spielen Skat miteinander. Dafür bezahlen Sie die. Das ist nicht gut. Das heißt, Sie müssen irgendjemanden haben, der die ständig einpeitscht. Das können Sie selber machen, ist aber schwierig. Sie können aber wieder jemanden einstellen, der die einpeitscht. Dann haben Sie auch noch mehr Leute eingestellt. Das heißt, der Aufwand steigt mit der Größe der Struktur. Um Ihnen zu zeigen, dass diese Holdout-Problematik, die ich Ihnen gezeigt habe, noch nicht mal gelöst wird, habe ich hier ein historisches Beispiel. Es gibt ein Unternehmen, das heißt General Motors. Ja, die stellen Autos her. Und es gab ein Unternehmen, das hieß Fisher Body. Und Fisher Body sollte Karosserien herstellen. Deshalb heißen die Body wie Karosserie. Ja, Sie wissen also, das, was im Auto das Metall draußen rum ist. Und um diese Karosserien herzustellen, brauchten die bestimmte Formpressen, die also quasi genau diese schönen VW-Käfer, sagen wir mal, Form pressten. Und die kosten ein Schweinegeld und die kann man auch nur für General Motors einsetzen, weil die haben einen Schutz an dem Design.
Das heißt, ich kann das nicht für jemand anderen nutzen. Deshalb hat Fischer-Body gesagt, wir sind ja nicht blöd und kaufen jetzt diese Formpresse und hinterher nimmst du nur ein Auto ab und dann haben wir hier eine Maschine stehen für 100.000, die wir gar nicht nutzen können. Deshalb haben General Motors und Fischer-Body einen riesig komplexen Vertrag erstellt, insgesamt über 80 Seiten. Und dieser Vertrag sieht vor, dass General Motors ausschließlich die Karosserien von Fischer-Body bezieht. Für einen Zeitraum von 10 Jahren. Damit war Fischer-Body zufrieden und sagt, okay, in den 10 Jahren haben wir diese Formpresse refinanziert. General Motors sieht aber das Problem natürlich, was wir eben hatten, dass Fischer-Body sagt, okay, jetzt seid ihr von uns aber abhängig, denn wir sind die Einzigen, die liefern dürfen, also erhöhen wir den Preis. Deshalb enthielt der Vertrag zugunsten von General Motors auch eine Preisregelung. Und die Preisregelung war ganz einfach, die variablen Kosten, das heißt die Kosten pro Karosserie, plus 17,6% zur Deckung der Investitionskosten und des Gewinns. Zusätzlich war vorgesehen, wenn Fischer-Body irgendeinem Konkurrenten bessere Bedingungen bietet, müssen sie General Motors dieselben bieten und bei Streitigkeiten sei ein Schiedsgericht einzuberufen. Bei diesem tollen Vertrag, den Top-Juristen ausgehandelt haben und Top-VWLer, also Top-BWLer, die haben da lange diskutiert und haben diesen Vertrag entwickelt, der brillant überlegt war, hat man gedacht, jetzt haben wir alles gelöst. 10 Jahre Sicherheit. Jetzt passierte, was mit dem keiner gerechnet hatte, die Autos verkauften sich gut. Die Autos verkaufen sich extrem gut. Und General Motors sagte, wir brauchen mehr Karosserien. Wir brauchen ganz viele Karosserien. Dann sagt Fischer-Body, ja, ist ja schön und gut, aber wir haben ein Problem. Unsere Fabrik ist zu klein, da passen nicht mehr Maschinen rein. Und bevor wir eine neue Fabrik kaufen, nee, sehen wir gar nicht ein, denn wir kriegen hier nur die variablen Kosten und 17,6%, wir expandieren noch nicht, das ist noch nicht blöd. Wir haben den Vertrag so kalkuliert, das ist so. Ihr kriegt jetzt jeden Monat so und so viel Karosserien, mehr gibt es nicht. Jetzt war General Motors in der blöden Lage, sie hatten einen Exklusivvertrag, sie konnten keinen anderen beauftragen und die anderen hatten kein Interesse zu machen. Damit war General Motors in der Pattsituation. Fischer-Body kriegte wunderbar das Geld für 10 Jahre, die waren also auch entspannt raus. Wie löste man das Problem? Na, was meinen Sie, wie geht dieser Fall aus? Eine echte Pattsituation, Schachmatt könnte man sagen. Gibt keine Autos mehr von General Motors, ist auch keine Lösung. Wie würden Sie es lösen? Sie sind jetzt der Chef von General Motors und sind genervt mit dieser Erpressungssituation. Ja? Das könnte man machen, hat aber das Problem, dass Sie dann sozusagen fragen müssen, wer ist der Eigentümer dieser Halle, müssen alles neu verhandeln. General Motors hatte schlicht die Nase voll und hat gesagt, dann machen wir es halt nicht so und hat Fischer-Body komplett gekauft, mit allem, was dazugehört. Dann gab es kein Fischer-Body mehr, also wenn es Menschen gewesen wäre, hätte ich erschossen, aber hier hat man das Unternehmen schlicht gekauft. Dadurch war der Vertrag natürlich hinfällig, weil ein Vertrag mit sich selber macht keinen Sinn. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt brauchen wir eine zweite Fabrik und haben das Problem gelöst. Sie sehen aber nochmal, selbst diese langfristige Bindung nützt Ihnen nicht unbedingt. Auch dann können Sie in die Erpressungssituation geraten. Selbst mit der langfristigen Bindung machen Sie sich möglicherweise erpressbar. Ganz kurz noch zu den Veränderungskosten. Das will ich Ihnen mal illustrieren. Typisches Problem ist der Mietvertrag. Sie haben einen Mietvertrag über eine Wohnung in Bonn geschlossen im Jahr 1905. Ja, 1905, Sie können es kaum vorstellen, schon lange her. Und dann lebt da jemand drin und dann lebten Eheleute drin, dann lebten die Kinder drin und irgendwie der Mietvertrag ist die ganze Zeit unverändert geblieben. Es gibt ein gewisses Problem mit der Miethöhe, kann ich Ihnen sagen. Mieten sind deutlich teurer geworden seit 1905. Und natürlich wollen Sie diese Verträge ändern. Das BGB sieht aber vor, Änderungen von Verträgen gehen nur, wenn beide zustimmen, nämlich der Mieter und der Vermieter. Und der Mieter wäre schön blöd, einer höheren Miete zuzustimmen. Deshalb enthält das BGB ganz komplizierte Regelungen, die wir jetzt hier lernen müssen, die Sie sich mal vorstellen können. Die sagen, unter bestimmten Umständen darf der Mieter nicht Nein sagen. So ein bisschen wie bei der Mafia, ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Der Vermieter kommt und sagt, Mieterhöhung, und der Mieter darf nur Ja sagen. Wenn er Nein sagt, ist egal, also unbeachtlich. Und natürlich, das haben Sie vielleicht auch mal gehört, es gibt diesen Mietspiegel und der Maßstab ist, bestimmten Umfang bis zum Mietspiegel dürfen Sie erhöhen und der Mieter muss zustimmen. Das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt,
wir lösen dieses Erpressungsproblem, dass der Vertrag auf Dauer besteht, dadurch, dass wir sagen, bis zu einem bestimmten Betrag darfst du einfach so erhöhen. Die andere Regelung, die Sie auch gelernt haben im zweiten Semester, ist die Störung der Geschäftsgrundlage. Wenn sich Umstände schwerwiegend verändern, können Sie Vertragsanpassung verlangen. Das Blöde mit dieser Regelung ist, die ist ungefähr so eindeutig und klar wie der Rhein. Sie sehen nämlich nichts. Ja, das ist völlig verwaschen, was da rauskommt. De facto heißt das nur, ein Richter kann sich es mal angucken und sagen, ist es wirklich schlimm? Und wenn es schlimm ist, kann er irgendwas ändern. Die praktische Bedeutung im Unternehmensrecht ist gegen null, weil schlicht der Aufwand, diese Regelung anzuwenden, ist viel zu hoch. Das heißt, Sie würden sich einigen, bevor es soweit kommt, machen irgendeinen Vergleich und dann ist die Sache auch erledigt. Und das ist für Sie jetzt als Handynutzer natürlich bekannt, hoffe ich, Sie dürfen Verträge als Verbraucher nicht auf ewige Zeit schließen. Als Verbraucher ist es nämlich so, maximal 2 Jahre Laufzeit für den ersten Durchgang und dann jeweils nur Verlängerung 1 Jahr. Wichtig beim Handy, da hat man es auch immer, Sie können das kündigen und dann haben Sie es nicht mehr ab dem Zeitpunkt. Wichtiger vor allen Dingen aber auch bei Fitnessstudios. Sie wissen, Fitnessstudios ist das typische Beispiel, ein brillantes ökonomisches Modell. Die schließen Verträge mit 5.000 Leuten ab, von denen dann 50 kommen und wirklich hingehen und alle zahlen weiterhin ihre Beiträge, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Also es ist ein wunderbares ökonomisches Prinzip, wo Sie mit dem Bedürfnis der Leute nach Sicherheit spekulieren können. Ja, diese Regelung soll auch sicherstellen, dass es immer die Chance gibt, schnell rauszukommen, um eben dieses Problem der dauerhaften Bindung zu beschränken. Und last but not least, Arbeitsrecht kennen Sie auch, das Problem der Änderungskündigung. Sie können jemandem kündigen und sagen, du kannst aber weiterarbeiten unter anderen Bedingungen, da und da. Auch das ist eine Kündigung, wo Sie dann wieder die Sozialauswahl haben. Das heißt, auch da ist der Arbeitgeber wieder beschränkt in dem, was er machen kann. Was haben wir jetzt grob gelernt? Bei Einzelverträgen liegt das Risiko der Vertragskonformität beim Schuldner. Das heißt, der Schuldner muss sicherstellen, dass er gute Arbeit leistet. Bei Dauerschuldverhältnissen wird dies zumindest teilweise auf den Gläubiger verlagert. Er muss Weisungen erteilen und er muss kalkulieren, dass er nicht mehr Leute einstellt, als er braucht, aber auch nicht zu wenig, um seine Arbeit zu erbringen. Dann haben wir über die Holdout-Problematik gesprochen. Das heißt, im Einzelvertrag können Sie erpressen. Beim Dauerschuldverhältnis nicht. Beim Dauerschuldverhältnis 3 Punkte, Prognoseaufwand am Anfang, Anpassungsaufwand während der Laufzeit und Abwicklungsaufwand am Ende. Gut, das hätten Sie jetzt auch wahrscheinlich alles schon nach der 11. Klasse gewusst, ja, vielleicht nicht im Detail, aber so grob, das ist so ein bisschen Grundzüge so wie. Jetzt machen wir uns mal auf die nächste Stufe, Hierarchien. Der eine ist oben, der andere ist unten. Und da haben wir auch wieder eine psychologisch spannende Testfrage. Jetzt aber. Das ist psychologisch. Das Schöne ist, die Ergebnisse, die wir hier machen, entsprechen ungefähr dem, was auch alle empirischen Studien sagen. Das ist das Schöne dabei. Die sind also ungefähr eine Durchschnittsmenge hier. Wir können demnächst hier auch empirische Forschung über das Fernsehprogramm durchführen oder sowas. Oder Werbung. Was eigentlich überraschend ist. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Ja, einfache Frage. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was rauskommt. Sehen Sie, auch hier wieder repräsentativ, 85% möchten gerne in eine abhängige Beschäftigung. Und Sie wissen auch alle, was abhängige Beschäftigung bedeutet, nämlich 106 Gewerbeordnung. Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen. Das heißt, anders ausgedrückt, der Chef kann Ihnen sagen, was Sie machen müssen. Das mache ich immer mit meinen Hilfskräften so, heute muss die Toilette gereinigt werden, Sie machen das. Das ist Arbeitsrecht. Aber das haben Sie ja alle so gewollt. Und Sie können sich vorstellen, als Herr Coase noch jung war, also inzwischen ist er tot, ich habe ihn in Chicago noch gesehen, aber inzwischen lebt er nicht mehr, hat er sich die Frage gestellt, warum dieses überraschende Ergebnis? Und Herr Coase hat gesagt, vielleicht ist es ja so, dass es Menschen gibt, die unbedingt sich Weisungen unterwerfen wollen. Ich möchte gern dominiert werden, dafür verzichte ich auf Einkommen. Also so eine Art Sadomaso-Methode. Sei meine Herrin und dafür zahle ich dir Geld. Das ist die eine Erklärung.
Die andere Erklärung wäre natürlich, dass es Menschen gibt, die dominieren wollen. Ich will der Chef sein, dafür zahle ich dir Geld. Nach dem Motto, du könntest zwar Geld kriegen durch Selbstständigkeit, aber dafür, dass du mein Sklave bist, zahle ich dir x Euro mehr. Coase sagt, diese Erklärung überzeugen ihn nicht, weil er glaubt nicht, dass das in der Masse der Fall wäre. Jetzt müssen wir dazu wissen, Coase stammt aus einer Zeit vor Verhaltensökonomie und Coase hatte auch teilweise sehr marktbezogene Überlegungen, kommen wir aber gleich zu. Die zweite Überlegung, die Coase hatte, ist, dass Coase sagt, möglicherweise ist es so, dass die Größe eines Unternehmens auf dem Produktmarkt eine Rolle spielt. Anders ausgedrückt, sie kaufen lieber bei Daimler ein Auto als bei Schrauber Willi um die Ecke. Mit der Begründung, wenn jemand viele Arbeitnehmer hat und große Fabrikhallen und viele Maschinen, dann wird schon was dran sein, also ist dessen Produkt möglicherweise mehr wert als das Produkt von demjenigen, der nur einen Angestellten hat. Auch das, sagt Coase, kann ich aber sozusagen so allgemein nicht behaupten, denn in vielen Märkten ist es so, dass quasi die kleinen Manufakturen gerade als Qualitätsmerkmal gelten. Je kleiner, desto besser. Maßgefertigt vom Handwerker XY. Deshalb, sagt Coase, das könne nicht die Erklärung dafür sein, dass wir in einer Welt leben, die überwiegend hierarchisch gegliedert ist, wo es immer einen Chef gibt und einen Untergebenen und wo die Mehrheit der Leute sogar freiwillig machen. Freiwillig sich unterwerfen der Herrschaft eines anderen. Das kann ich damit nicht erklären. Dann hat Coase als nächstes überlegt, okay, stellen wir mal die Vor- und Nachteile gegenüber. Selbstständig, Sie können machen, was Sie wollen. Sie können gestalten, wie Sie wollen. Sie können Ihre Zeit einteilen, wie Sie wollen. Tolle Sache. Sie kriegen weiterhin, wenn Sie ein guter Arbeiter sind, potenziell mehr Geld. Die schlechten Arbeiter kriegen natürlich weniger Geld, als sie als Angestellter kriegen. Nur wir können nicht davon ausgehen, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass sie schlechter sind als der Durchschnitt. Wenn Sie Leute hier im Raum fragen würden, sind Sie besser oder schlechter oder genauso gut wie der Durchschnitt, würde die Mehrheit von Ihnen sagen, ich bin besser als der Durchschnitt. Interessanterweise, ich glaube, in Deutschland sagen 82% der Leute, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Ja, also, dann, natürlich haben Sie als Angestellter Sicherheit, Sie kriegen ein Festgehalt, Sie kriegen Kündigungsschutz, aber trotzdem, das passt auch irgendwie nicht. Und Sie wissen alle, wofür Coase berühmt worden ist und seinen Nobelpreis gekriegt hat, nämlich für die Transaktionskosten. Und Coase sagt, um es ganz trivial zu sagen, es ist ja recht teuer, Verträge abzuschließen. Das, was ich Ihnen eben grob erklärt habe, Sie müssen sich erstmal informieren, wie viel sind Sie wert. Ja? Also Sie müssen wissen, wie viel kann ich verlangen. Das Problem wird jeder von Ihnen haben, wenn er seine Gehaltsverhandlungen hat am Anfang. Wie viel Euro möchten Sie denn verdienen? Und eine ganz schlechte Antwort auf die Frage ist, wie viel bieten Sie denn? Ja, die Antwort dürfen Sie nicht geben. Sondern Sie müssen ungefähr wissen, wie viel ist der Marktpreis für die Leistung, die Sie haben wollen. Das müssen Sie, wenn Sie Arbeitnehmer wollen, genau einmal machen, nämlich beim ersten Mal, wenn Sie angestellt werden. Danach können Sie es machen, wenn Sie ja den Job wechseln. Aber Sie müssen es nicht mehr machen, Sie sind dann raus. Derjenige, der Werkverträge abschließt, muss das jedes Mal aufs Neue machen. Wenn Sie selbstständiger Softwareentwickler sind, müssen Sie bei jedem Vertrag sagen, wie viel Geld wollen Sie dafür. Wenn Sie so ein armer Professor sind wie ich und der ein Forschungsvorhaben will, dann wollen die Leute wissen, wie teuer wird das denn, wenn Sie es erforschen. Dann wollen die von mir einen Kostenvoranschlag und sagen, wie viele Millionen brauchen Sie denn? Und dann kann ich ja nur sagen, woher soll ich das denn wissen? Ja? Das heißt, ich habe den Aufwand herausgefunden, wie teuer meine Leistung ist. Dann zweitens, wenn ich das weiß, habe ich den Aufwand, das Ganze durchzusetzen. Ich muss also sagen, ich bin es auch wert. Ich weiß, dass ich so viel wert bin, aber die glauben mir das nicht. Das heißt, wir haben enormen Aufwand, diese Verhandlungen zu führen und das ist pro geschlossenem Vertrag. Und Sie können sich ausrechnen, wenn die viele Verträge abschließen, wird das teuer. Sie wissen auch hoffentlich, dass die Wirtschaft sich da heutzutage behilft, indem sie nämlich Standardverträge hat. Wenn Sie Wohnungsmietverträge abschließen, das sind alles Formularverträge. Wenn Sie was bei Amazon bestellen, die haben lange AGB, da wird nicht verhandelt. Da wird nicht gesagt, ach, wie teuer wäre es denn, kein Widerrufsrecht zu haben? Oder, ach, wie teuer wäre es denn, 5 Jahre Gewährleistung? Die Optionen bieten die Ihnen gar nicht. Friss oder stirb. Das reduziert die Kosten ganz enorm. Wenn Sie immer den gleichen Vertrag abschließen, 1000 Mal, sind die Transaktionskosten wieder gegen Null.
Die andere Sache ist, Sie brauchen das nicht, wenn Sie ohnehin schon keine Alternativen haben. Alternativen können fehlen, weil Sie ein Monopol haben. Sie sind der Einzige, der das anbietet. Zum Beispiel, ich bin der Einzige, der diese Vorlesung anbietet. Ja? Wenn Sie sagen, ich mache eine total schlechte Vorlesung, haben Sie Pech gehabt. Ja, Sie können nicht woanders hingehen. Es gibt nur diese. Und das andere ist Informationsvorsprung. In dem Moment, wo Sie mehr wissen als Ihre Vertragspartner, zum Beispiel ich weiß, was in der Klausur drankommt und Sie nicht, können Sie sich das sozusagen nicht zu Geld machen, aber sozusagen ausnutzen, um die Transaktionen zu optimieren, zu Ihren Gunsten. Für mich wäre es uninteressant, daraus Schuldverhältnisse zu begründen, weil ich weiß mehr als Sie, also im Hinblick auf die Klausur, und damit kann ich Sie jede Stunde aufs Neue erpressen und zwingen, hier hinzukommen. Das ist also schlicht der Grund, warum sowas der Fall ist. Nun sagt Coase aber, es gibt Fälle, wo das unrentabel ist. Wo es einfacher ist, jemanden einzustellen und dem die ganze Zeit Weisungen zu erteilen. Und zwar immer wieder zack, 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 ohne dass ich ständig neu verhandeln muss, weil er einfach eh alles machen muss. Er kriegt sein Festgehalt und muss machen, was ich ihm sage. Und Coase sagt, das ist eine tolle Sache und diese Kosten sind dann möglicherweise geringer. Und Coase sagt, es gibt aber eine Ausnahme. Die Kosten werden irgendwann höher als bei den Einzelverträgen, nämlich dann, wenn die Hierarchie zu lang wird. Jetzt sind Sie alle verwirrt und fragen sich, hä, was erzählt er denn da? Stellen Sie sich vor, Sie sind Arbeitgeber. Dann tragen Sie das Risiko, dass keine Aufträge reinkommen. Das heißt, Sie haben die Leute, Sie haben ein Küchenstudio und wollen Küchen aufbauen. Und haben dann 5 Monteure eingestellt. Und jetzt kauft keiner eine Küche. Dann sitzen diese 5 Monteure da und die kriegen jeden Monat von Ihnen 2.000 Euro und die 2.000 Euro gehen bei Ihnen weg. Das heißt, Sie tragen das Risiko, dass keine Aufträge kommen. Die nicht. Die kriegen jeden Monat ihr festes Gehalt. Sie haben zwar ein Weisungsrecht und können denen sagen, was die tun sollen, aber von alleine tun die auch nicht unbedingt das Sinnvolle. Erst dann, wenn es wirklich für die deutlich wird, bald ist es insolvent, bald muss ich mir einen neuen Job suchen, dann werden die möglicherweise aktiv. Aber solange die das Gefühl haben, läuft doch, tun die schlicht nichts von sich aus. Dann tun die das, was sie ihnen sagen, aber nicht mehr. Das ist das Phänomen, was alle im öffentlichen Dienst immer bemängeln, sagen, die Beamten, die sitzen ja nur da rum, weil der Staat geht nicht pleite. Das heißt, dieses Risiko, das unternehmerische Risiko des Staates geht gegen null. Und die Initiative, was zu tun, des Beamten geht auch gegen null, weil er kriegt ja nicht mehr Geld, wenn er mehr tut, also lässt das halt liegen. Damit Sie Ihr Weisungsrecht ausüben können, brauchen Sie aber 3 Dinge. Zunächst mal brauchen Sie die Information. Und zwar die Information, was tun die eigentlich die ganze Zeit? Sie müssen also wissen, was tun die Leute, die bei Ihnen angestellt sind. Wenn Sie die 2 Monteure haben, kriegen Sie schnell raus. Sie gehen gucken, ob die Kaffee trinken oder montieren. Wenn Sie die Bundesrepublik Deutschland sind, mit zigtausend Beamten, können Sie nicht mal eben gucken, was die alle machen. Das zweite Problem ist das Kommunikationsproblem. Sie wissen, Leute können sich dumm stellen. Das kann ich Ihnen aus langer Erfahrung sagen, aus Klausurkorrekturerfahrung. Man sagt eine relativ klare Aufgabe, kriegt eine ganz andere Antwort. Das passiert im Unternehmen natürlich auch. Und die Kommunikationskosten tragen auch wieder Sie. Wenn die Leute Sie missverstehen, kriegen die trotzdem Ihr Gehalt. Und Sie haben nicht die Leistung, die Sie haben wollen. Das heißt, Sie haben die Pflicht, den Arbeitnehmern konkret zu sagen, was sie tun sollen. Sonst haben Sie Pech gehabt. Und dann haben Sie auch das Anreizproblem. Sie müssen den Leuten klar machen, was passiert denn, wenn sie nicht das tun, was sie wollen. Entweder sie machen dann halt so Boni und sagen, ja, der beste Mitarbeiter des Monats kriegt ein Foto in jedem Restaurant oder kriegt ein Auto geschenkt oder kriegt auf der Weihnachtsfeier eine Reise nach sonst wo. Oder sie machen Negativanreize und sagen, der Schlechteste fliegt. Ja, das geht auch. Aber sie müssen irgendwas tun. Und diese Kosten treffen sie pro Arbeitnehmer. Das heißt, wenn die Zahl der Arbeitnehmer steigt, steigen auch diese Kosten. Das zweite ist dieses Problem. Ich nenne es das Pyramidenproblem. Je mehr Leute Sie haben, desto mehr Zwischenebenen müssen Sie einschalten. Um 10.000 Arbeitnehmer zu beaufsichtigen, brauchen Sie Arbeitsgruppen, die von oben runter gucken. Sie brauchen einen Abteilungsleiter, einen Vorarbeiter, der wieder Leute beaufsichtigt. Sie können das nicht als Chef persönlich machen. Und dann geraten Sie in ganz üble Konflikte, wenn Sie diese Mehrstufenhierarchien haben. Zunächst mal das Ja-Sager-Phänomen. Das kennen Sie.
derjenige, der schlechte Botschaften bringt, fliegt. Also sagen alle immer nur, ja, Chef, alles toll. Und denken sich wirklich, man ist ein Idiot. Aber der Ja-Sager macht Karriere, der Nein-Sager fliegt. Das nützt ihnen nur nichts als Chef, denn wenn alle immer nur Ja sagen, dann läuft das Ganze irgendwann vor die Wand. Sie brauchen Leute, die auch kritisch sich auseinandersetzen. Das Zweite ist, natürlich hat jeder Angst um seinen Job. Und was tut man? Man macht sich unverzichtbar. Wie macht man sich unverzichtbar? Ganz einfach, indem man Sachen geheim hält, die anderen nicht wissen. Sie kennen das aus der Hausarbeit, jeder versteckt die guten Bücher irgendwo. Und genau das können Sie hier auch machen. Sie sind der Einzige, der die Telefonnummer vom Kunden kennt. Dann braucht man sie halt, um den Kunden anzurufen. Da kann man sich mal nicht rausschmeißen. Sie sind der Einzige, der die Software bedienen kann. Tja, unverzichtbar. Das heißt, Interesse zu teilen mit den Kollegen gibt es eigentlich nicht. Weil einer wird fliegen. Sie aber nicht, weil Sie der Einzige sind, der es weiß. Dann Faulenzer. Sie kennen das. Im Team toll ein anderer macht. Sie sind derjenige, der die Arbeit macht. Und die Kollegen sagen, gut, dass einer die Arbeit macht. Dann können wir länger Kaffee trinken. Das klappt auch im Unternehmen, denn es traut sich ja keiner, die anderen zu verpetzen. Umgekehrt haben Sie auf der vertikalen Ebene aber die Stuhlwackler-Technik. Sie wollen ja aufsteigen, also müssen Sie den, der über Ihnen steht, irgendwie diskreditieren. Das heißt, Sie haben Interesse daran, Informationen sozusagen, die für den wichtig wären, nicht weiter zu sagen, damit der rausfliegt. Dann haben Sie das Modell stille Post. Der Chef oben sagt, es soll das und das gemacht werden. Was hier unten ankommt, weiß kein Mensch, weil das wird über 6 Ebenen durchgeleitet. Und was Sie daraus machen, keine Ahnung. Und dann das Be-Watcher-Watcher-Problem, kommen wir noch zu. Die Idee ist, Sie brauchen für jede aufsichtsführende Person eine Person, die die aufsichtsführende Person beaufsichtigt. Dann brauchen Sie für diese aufsichtsführende Person beaufsichtigende Person, aber auch wieder eine Person, die diese beaufsichtigt. Und so haben Sie irgendwann mehr Aufsichtsführende, als Leute, die wirklich was tun. Also insgesamt, Hierarchien haben eine Obergrenze, eine Schmerzgrenze, könnte man sagen. Wo die liegt, das kann man sogar teilweise ausrechnen, je nachdem, wie viel Daten man hat. Dann kann man sagen, der Höchstgrad der Hierarchie ist X. Müssen Sie jetzt im Detail wissen, merken Sie einfach nur dieses Grundprinzip. Zusammenfassung, ach, ich liebe die Zusammenfassung, sehen Sie, Sie müssen sich nichts merken, es gibt nur die Zusammenfassung. Hierarchien lohnen sich dann, wenn die Transaktionskosten, das heißt die Kosten des Abschlusses von Einzelverträgen, höher sind als die Kosten für die Aufrechterhaltung der Hierarchie. Innerhalb einer Hierarchie haben aber die Leute auf den unteren Stufen nicht dasselbe Interesse wie der Chef. Der angestellte Mitarbeiter in der Autowerkstatt hat kein Interesse daran, dass das Unternehmen gut läuft, weil er kriegt ja eh nicht mehr Geld. Und deshalb ist das Problem, dass sie Weisung und Überwachung brauchen. Dann ist die Unterordnung für sie besonders attraktiv, wenn der Nachfragemarkt für die angebotene Leistung klein ist. Wenn es so ist, dass der Nachfragemarkt groß ist und Sie ein Top-Mann sind, wollen Sie es selbstständig machen. Wenn Sie zum Beispiel ein besonders guter Sänger sind, dann haben Sie kein Interesse daran, in eine Gesangsgruppe einzutreten, sondern wollen Sie selber bei DSDS auftreten und ein Topstar werden, ein Superstar. Und deshalb ist der Markt für die angebotene Leistung klein. Es gibt nur wenig große Sänger, also wollen Sie sich da selbstständig machen. Und letzter Punkt, Überwachungskosten steigen mit der Tiefe und mit der Integration. So, Integration. Ja, was meine ich mit Integration? Wenn wir von betriebswirtschaftlichen Unternehmen reden, dann meinen die Betriebswirte damit, es werden Ressourcen gebündelt, nämlich üblicherweise Land, Arbeit, Kapital, Wissen und Führung. Die werden in ein Paket geschnürt und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Ganz trivial. Und das Unternehmen macht nichts anderes, als auszuwählen, welche Mittel am sinnvollsten sind, um das Ziel zu erreichen. Das Unternehmen ist also ein Mechanismus, um die optimalen Ressourcen für das Ergebnis zu finden. Mehr macht das Unternehmen nicht. Und die grundlegende ökonomische Frage ist, lohnt es sich, Sachen selbst zu machen oder soll ich sie lieber einkaufen? Sie erinnern sich an unseren Fall, den wir eben hatten, mit den Karosserien. Wurde Unternehmen gekauft, mit der Folge selbst machen. Sie können aber auch Karosserien durch Auftragnehmer herstellen lassen. Outsourcing oder Integration. Ganz grundlegende ökonomische Frage. Können Ökonomen wochenlang darüber reden? Merken Sie einfach nur, Grundfrage. Toll. Der technische Fortschritt, den ich auch schon erwähnt habe,
hat dazu geführt, dass Unternehmen heute viel integrierter sind als vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren war es unvorstellbar, ein Unternehmen wie Daimler zu haben. Da war man froh, wenn man eine Werkstatt mit 10 Leuten hatte. Heutzutage sind Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern durchaus üblich. Grund dafür ist erstmal, dass wir Massenproduktion überhaupt machen können, rein technisch. Wir können die Waren in großem Umfang mit Monster-Trucks oder mit Fließbändern, mit Eisenbahnen hin und her schleppen. Wir können mit Fließbändern viele Leute aneinander schalten. Wir können das Ganze finanzieren über Börsen. Ich kann also kleine Anteile handeln und dadurch viel Geld in der Summe einsammeln. Und ich kann meine Mitarbeiter auf der ganzen Welt verstreuen und kann sie trotzdem per Telefon erreichen. Das heißt, heutzutage ist Größe nicht mehr gehindert durch die Technik. Und das bringt uns jetzt in die Sowjetunion, denn es gab Herrn Lenin. Lenin sagt, die gesamte Gesellschaft wird ein Büro und eine Fabrik mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn sein. Also eine Vollintegration des gesamten Staates, alles unter zentraler Führung. Einer steht oben und sagt, das muss gemacht werden, wir brauchen 1000 Autos und das geht dann komplett durch und am Ende kommen dann 1000 Autos. Es werden also nicht Autos auf Reserve produziert, es werden nicht Butterseen und Milchberge angelegt, nein, es wird einfach on demand produziert. Einer plant. Das Ganze nennt man Planwirtschaft. Jetzt wissen Sie alle Staaten, die das wirklich ernsthaft versucht haben, sind daran gescheitert. Es gibt keinen funktionierenden kommunistischen Staat mehr. Und die Ökonomen sagen, haha, habe ich ja gleich gesagt. Die Frage ist, warum sagen die das? Ganz einfach, weil die sagen, es ist zu aufwendig, das Wissen nach oben zu bringen. Derjenige, der an der Spitze sitzt, der weiß zu wenig, um sozusagen den Bedarf zu kennen. Das Politbüro hat nicht genug Informationen, um den Markt zu entdecken und damit können die nicht die richtige Weisung erteilen. Deshalb agieren die immer mit zu wenig Fakten und machen immer Fehlentscheidungen. Die Fehlentscheidung im kleinen Unternehmen ist aber nicht so schlimm. Da geht halt mal einer pleite. Die Fehlentscheidung im Staat hat immer Riesenresonanzen, damit fällt das Ganze auf die Nase. Der Markt ersetzt also das Wissen der Führung und das tut er überwiegend effizient und deshalb funktioniert das ganz gut. Jetzt sagen Sie, okay, wenn das so ist, dass Unternehmen sozusagen auf einer gewissen Größe unfähig werden. Also das Unternehmen Sowjetunion war offenbar unfähig. Anders als das Unternehmen Daimler, was es immer noch gibt. Wo ist dann der Unterschied zwischen Daimler und der Sowjetunion? Die Antwort ist schwierig. Ich habe eben über Coase gesprochen, der das Problem grundlegend erforscht hat und ihm gesagt hat, dann, wenn die Hierarchiekosten niedriger sind als Transaktionskosten, ist das Unternehmen noch gut. Wenn die Hierarchie zu aufwendig zu überwachen wird, ist es nicht mehr gut. Darauf hat aufgebaut Herr Williamson. Herr Williamson hat gesagt, immer dann, wenn ein Vertrag immer wieder abgeschlossen werden müsste und der Vertragsabschluss Kosten verursacht, ist es sinnvoll, das zu integrieren. Ganz trivial. Die Integration führt zu Skaleneffekten, weil sie sind größer, sie sind mächtiger und sie müssen nicht mehr verhandeln, das spart Geld. Möglicherweise hat das aber Nachteile für die Gesellschaft. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in der Presse schon mal gelesen haben, über Fusionskontrolle. Wenn Sie zwei Unternehmen haben, die beide das gleiche herstellen, ist es eigentlich überflüssig. Denn, sagen wir mal, es gibt zwei Unternehmen, die Ihnen die Post ins Haus bringen. Es gibt die Deutsche Post AG und es gibt DHL, wie heißen die denn? UPS. Die bringen Ihnen Briefe ins Haus. Aber es ist ja völlig bescheuert, dass da zwei Wagen vorbeifahren, die jeweils bei Ihnen im Haus vorbeifahren. Das ist ja Umweltverschmutzung, das ist ja völlige Ressourcenverschwendung. Also wäre es auch sinnvoll, wenn sie sich alle verschmelzen auf ein Unternehmen. Wettbewerb, der überhaupt keinen Sinn macht. Und er sagt, das wäre in der Tat richtig, aber wenn es keine Konkurrenz mehr gibt, wird der Verbleibende von Ihnen nicht mehr das verlangen, was er an Kosten hat, denn er hat ja gar keinen Bedarf mehr, sich besser zu entwickeln. Er wird von Ihnen Monopolpreise verlangen. Und diese Monopolpreise sind für Sie nachteilig als Kunden. Das heißt, die Gewinne werden nur dann weitergegeben, soweit noch Konkurrenz besteht. Fehlt die Konkurrenz, wird man zu hohe Preise nehmen und die Gesamtwohlfahrt wird darunter leiden. Das heißt, im Grunde der Gesamtmarkt bricht zusammen. Und der letzte Punkt ist, er sagt,
das Hauptproblem bei den Verträgen, die man im Einzelnen aushandelt, ist, dass meistens einer mehr weiß als der andere und die Erforschung dieser Informationen für den Vertragspartner, der es nicht weiß, höher sind als das Risiko, dass er sozusagen benachteiligt wird. Das heißt, um es ganz trivial zu sagen, natürlich können Sie, wenn Sie einen Joghurt im Supermarkt kaufen, herausfinden, was Zusatzstoff E351A ist. Das kann man im Internet herausfinden. Einmal googeln und Sie wissen es, ob es krebserregend ist oder nicht. Trotzdem machen Sie das nicht. Das ist für Sie auch völlig rational, das zu machen, weil Sie sagen, ich nehme das Risiko in Kauf, es spart mir pro Jahr mehrere Stunden Zeit, in der Zeit kann ich was Cooles machen, kann surfen auf Hawaii und dadurch, dass ich da Geld spare, tue ich was Gutes für die Gesellschaft. Sie sparen sich Geld und alle sind glücklich. So. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Arbeitnehmer und Arbeitgeber geredet. Natürlich ist das nicht alles. Die Unternehmung hat durchaus auch andere Sachen. Zum Beispiel braucht die Unternehmung Geräte. Sie braucht Fabrikmaschinen. Diese Fabrikmaschinen kann sie kaufen, sie kann sie mieten. Sie braucht Materialien, Rohstoffe, zum Beispiel Holz, wenn sie irgendwelche Möbel herstellen will. Und sie braucht möglicherweise auch Geld, das heißt, sie braucht Darlehen von der Bank. Und all diese Leute, inklusive der Kunden, also dem, was hier als Markt bezeichnet ist, also der Abnehmer der Produkte, haben Interesse daran, dass das Unternehmen A überlebt, das nicht heute insolvent ist. Denn wenn es insolvent ist, kriegen die Arbeitnehmer kein Geld, die Kunden haben keine Gewährleistung mehr, die Lieferanten kriegen kein Geld mehr, die Banken kriegen ihr Darlehen nicht zurückgezahlt und die Investoren kriegen keine Rendite, sondern verlieren den Wert ihrer Aktien. Das heißt, alle haben ein Interesse an, das Unternehmen überlebt. Und alle haben ausdrückliche Verträge, nämlich einen Kaufvertrag, einen Werkvertrag, einen Darlehensvertrag, aber sie haben auch implizite Erwartungen ans Unternehmen. Der Aktionär erwartet, dass irgendwann eine Dividende rauskommt. Der Arbeitnehmer erwartet, dass er lebenslang beschäftigt wird. Der Kunde erwartet, dass das Produkt funktioniert. Das sind Erwartungen, die nicht zwingend rechtsgeschäftlich durchsetzbar sind. Das können durchaus Erwartungen sein, die einfach nur Hoffnungen sind. Und das ganze Unternehmen lebt davon, dass möglichst alle diese Erwartungen in einen Topf geworfen werden und möglichst viel davon erfüllt werden. Und dass das passiert, das muss gewährleistet werden durch das Gesetz und durch die Entscheidungen des Managements. Und die Ökonomen differenzieren da nach den Shareholdern und den Stakeholdern. Die Shareholder sind die Leute, deren Geld investiert ist, die Gründer des Unternehmens. Und die kriegen den Gewinn, der übrig bleibt, nachdem alle Kosten bezahlt sind. Das heißt, auch die Arbeitnehmer ihr Geld bekommen haben, die Lieferanten ihr Geld bekommen haben. Den Rest, den kriegen die Investoren. Die Aktionäre als Dividende, die Gesellschafter als Gewinnausschüttung. Und die Gesellschafter sind im deutschen Recht und auch im amerikanischen Recht und in jedem anderen Recht grundsätzlich die, die entscheiden dürfen. Der Arbeitgeber, die Investoren können sagen, wir wollen den Laden dicht machen. Wir schließen unser Unternehmen und dann fliegen alle Arbeitnehmer raus. Das heißt, die Leute haben die Macht. Alle anderen Leute, die nicht Aktionäre sind, nennt man Stakeholder. Stakeholder nicht von Steak im Sinne von Schnitzel oder sowas, sondern im Sinne von to stake something, etwas einsetzen. Und das fasst zusammen die Arbeitnehmer, die Lieferanten, die Abnehmer, die Darlehensgeber, die werden alle in einen Topf geworfen und die haben grundsätzlich keine Berechtigung an den Gewinn, sondern die können auf das gesamte Vermögen zugreifen. Die können anfangen, den Schreibtisch vom Chef zu verkaufen. Das Flugzeug und alles, was da so ist, kann alles zugunsten der Gläubiger verwendet werden. Wenn nicht genug da ist, kriegen die Insolvenzquote. Dafür, dass sie sozusagen alles verwerten dürfen, haben die aber einen Nachteil. Die haben nämlich kein Mitentscheidungsrecht, sondern nur ganz ausnahmsweise die Arbeitnehmer zum Beispiel bei der Aktiengesellschaft können im Aufsichtsrat sitzen, aber ansonsten, wenn Sie Kunde von Apple sind, können Sie nicht sagen, welches Produkt Apple als nächstes herstellt. Sie haben keinen Einfluss. Sie können auch nicht sagen, wer der nächste Chef von Apple wird. Sie haben einfach Pech gehabt. Und Sie können sich entscheiden, ob Sie in die Gruppe gehören wollen oder in die. Sie können sogar in beide gehören. Das ist kein Problem. Aber diese Leute sind alle am Unternehmen insgesamt interessiert. Jetzt, wie bringt man diese Interessen in Einklang? Und die Ökonomen haben fast 100 Jahre lang gesagt, das ist ganz einfach, man muss möglichst hohe Gewinne machen. Sind die Gewinne hoch, sind alle glücklich.
Die Aktionäre, weil sie eine hohe Dividende kriegen, die Arbeitnehmer, weil ihr Gehalt sicher ist, die Kunden, weil sie haben Unternehmen, wo sie Gewährleistungsbrüche gegen machen können, die Banken kriegen ihr Darlehen zurück, alle sind glücklich. Der Haken mit Gewinnmaximierung ist nur, Gewinne können sie relativ leicht machen. Sie können Gewinn machen, indem sie anfangen, ihre Geschäftsgebäude zu verkaufen. Sie können Gewinn machen, indem sie anfangen, einfach Sachen zu verscherbeln. Dann haben sie einen Gewinn gemacht. Die Frage ist nur, ist das der Gewinn, der gemeint ist? Wohl nicht. Die zweite Frage ist das zeitliche Problem. Sie können relativ viel Gewinn machen, indem Sie zum Beispiel an Ausgaben sparen. Wenn Sie Ihren ganzen Chemiemüll in den Rhein kippen, ist das deutlich billiger, als wenn Sie den entsorgen lassen. Wenn Sie Atommüll irgendwo im Garten lagern, ist das viel billiger, als wenn Sie hinterher ein Endlager bezahlen müssen. Spart Ihnen richtig Geld. Das Problem ist nur, da haben Sie jetzt Geld gespart, in ein paar Jahren wird es teuer. Das sehen Sie jetzt gerade bei der Atomindustrie, die haben den Atommüll und das heißt, ihr müsst für die Endlagerung zahlen. Viel Spaß damit, wenn man ein Endlager gefunden ist. Das heißt, Sie können sozusagen die Kosten nach hinten verlagern. Das würde den Gewinn jetzt erhöhen, aber für die Zukunft schmälern. Deshalb gibt es Ökonomen, die sagen, Gewinn ist die falsche Aussage. Wir müssen uns auf Verkaufserlöse konzentrieren. Verkaufserlöse ist nur der Gewinn, der aus dem Verkauf der eigenen Produkte entsteht. Das würde das Problem in der Tat weitgehend lösen. Es würde zumindest diese Sache mit, wir haben unser Geschäftsgebäude verkauft, ausschließen. Aber auch das hat die Ökonomen nicht zufriedengestellt. Deshalb Plan B, statt Gewinn machen wir Wachstum. Unternehmen müssen wachsen. Je größer sie werden, desto besser. Und die Idee dahinter ist, es gibt die Aktionäre und die Aktionäre wollen möglichst hohe Dividende kriegen und es gibt die Manager, die Angestellten, die Geschäftsführer, die dafür bezahlt werden, die wollen weiter beschäftigt werden und die wollen, dass das Unternehmen sozusagen erfolgreich ist. Und diese beiden Interessen kann man durchaus in ein Gleichgewicht bringen, indem man nämlich sagt, es gibt nur eine begrenzte Menge an Geld, die ich einkassieren kann von Aktionären. Aktionäre zahlen nicht unbegrenzt, es gibt nur eine Menge X sozusagen, die ich an Investoren anwerben kann. Und wenn die erfüllt ist, dann sind die zumindest glücklich. Und umgekehrt gibt es auch im Produktmarkt nicht unbegrenzt Geld. Ich kann zwar Geld in Werbung stecken, ich kann Geld in weitere Forschung stecken. Das Geld fehlt mir dann aber hier sozusagen, um es als Dividende auszuschütten. Anders ausgedrückt, wenn ich viele Investoren haben will, muss ich denen viel Dividende geben. Das heißt, ich muss meinen gesamten Gewinn nehmen und ihn als Dividende ausschütten. Dann sagen Leute, toll, das rentiert sich, dann kaufe ich deren Aktien. Wenn ich aber mein ganzes Geld als Dividende ausschütte, habe ich keinen Cent für Forschung und Entwicklung und keinen Cent für Marketing ausgegeben. Das heißt, im ersten Jahr habe ich alles ausgeschüttet, im zweiten Jahr kennt keiner mein Produkt und mein Produkt ist total veraltet. Das heißt, im zweiten Jahr habe ich nichts ausgeschüttet, weil nichts mehr da ist. Also muss ich, wenn ich weiter wachsen will, immer hingehen und irgendwie einen Großteil in Forschung und Entwicklung und Marketing und den Rest ausschütten. Und ich muss das Gleichgewicht finden, was optimal ist, um beide zufriedenzustellen. Meine Käufer, die ein tolles Produkt wollen oder das kennen wollen, und meine Investoren, die möglichst viel Geld machen wollen. Dieses Gleichgewicht muss ich finden und dann sind alle glücklich. Brillante ökonomische Theorie. Sie sehen, das ist total schlau durchdacht. Man muss ein Gleichgewicht finden. Das ist so ein bisschen so yogamäßig. Dann kamen die Leute, die Behavioral Economics gemacht haben. Und die sagen, es ist ja alles Quatsch. Dieses Gleichgewicht ist ein schönes Ideal, aber das kann ja keiner finden, weil es gibt keine Daten, aus denen ich es ermitteln kann. Ich weiß gar nicht, was sozusagen die notwendigen Forschungsausgaben sind. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld für Marketing ich ausgeben muss, damit mein Produkt bekannt bleibt. Das kann ich nicht beziffern. Und weil ich nicht beziffern kann, kann ich hier nicht rational Wachstum fördern. Ich kann nicht sagen, ich will nur wachsen. Letztlich geht es nur darum, dass der ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt und die zufriedenstellenden Ergebnisse sind Ergebnisse, die ihn persönlich sozusagen glücklich machen, womit er ein gutes Gewissen hat, der Manager. Und das bedeutet, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir alle Interessengruppen irgendwie zufriedenstellen müssen und das ist ein ganz einfacher Test. Wir gucken sozusagen, was macht die Konkurrenz. Wir müssen mindestens so gut sein wie die Konkurrenz, also Vergleichsunternehmen,
und wir dürfen uns nicht schlechter entwickeln als früher. Wenn Sie das erreichen, bleiben die Leute, geben Ihnen weiter Geld und kaufen weiter von Ihnen. Das heißt, Innovation ist gar nicht so wichtig. Es geht nur darum, bleiben Sie so wie die Konkurrenz. Es kann nicht sein, dass alle durchschnittlich sind, also irgendjemand wird auch verlieren, aber das ist die Orientierung. Mehr kann man von Ihnen nicht erwarten. Ja, Zusammenfassung, Integration spart Ressourcen. Sie müssen nicht mehr Sachen in Auftrag geben, Sie haben es alles im Haus direkt. Ob das Ganze aber für die Gesamtwirtschaft gut ist, hängt davon ab, ob Sie noch Konkurrenten haben auf der horizontalen Ebene. Und dadurch, dass integriert wird, haben Sie immer mehr Interessen, die Sie berücksichtigen müssen. Je mehr Abteilungen Sie haben in einem Haus, desto schwieriger wird es da einen gemeinsamen Einklang zu erzielen. Auch hier an der Uni, wir haben viele Fakultäten und viele Fachbereiche und die müssen sich alle absprechen. Und wenn Sie mal rübergehen in die Medizin, dann versuchen Sie mal mit einem Mediziner und einem Juristen eine einheitliche Meinung zu erzielen, dann sehen Sie das Problem. Und last but not least, es gibt Zielkonflikte. Zielkonflikte, weil eben jeder hat andere Ziele, jeder möchte das Beste für sich rausholen und das auf Kosten der anderen. Und die Vermittlung liegt beim Vorstand und der muss das irgendwie hinkriegen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Gesellschaften als Institutionen. Auch hier wieder eine psychologisch wertvolle Frage. Jetzt werden Sie mal, machen wir wieder mal empirische Forschung. Sie sehen, das ist hier Wissenschaft am Hochreck. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich sage nicht, ich kaufe nach der Werbung oder sowas. Ich kaufe nur bei Kick. Die Frage ist wirklich mal interessant, weil ich ja nicht weiß, was rauskommt. Sehen Sie, beeindruckend. Warum lieber Markenprodukt als No-Name-Produkt? Mal eine ganz praktische Frage. 32 Leute, 73% sagen immerhin, sie ziehen Markenprodukte vor. Warum? Aha, Qualität, warum? Warum haben Sie das Gefühl, dass da mehr hintersteht an Qualitätskontrolle? So Intuition? Also hält besser, hält länger. Warum? Können Sie das vorstellen? Das ist nicht falsch. Ökonomisch betrachtet ist es sogar absolut richtig. Es müsste so sein. Warum müssen Markenprodukte solider sein und länger halten als No-Name-Produkte? Wenn Sie es nicht tun, fällt es auf die Marke zurück. In der Tat, dann würde das nicht mehr verkauft werden. Vor allen Dingen können Sie davon ausgehen, das Markenprodukt wird schon eine Weile auf dem Markt sein. Das heißt, es hat eine gewisse Tradition, das wird schon mal eine gewisse Bewährung haben. Und, weiteres interessantes Phänomen, wenn die Marke sozusagen das Verkauf und Schäden entstehen, müssen die ja Schadensatz zahlen. Und der Schadensatz summiert sich ja irgendwann. Und das heißt, Sie müssen das auch bezahlen. Also wissen Sie auch, so viel Schadensatz werden Sie nicht bezahlt haben, sonst werden Sie schon pleite. Und andererseits, habe ich so viel bezahlt, dann haben die auch genug Geld, um mich wieder hinterher zu kompensieren, wenn es doch nicht so ist. Im Wesentlichen wird dieser Gedanke geschützt durch das Markenrecht. Ich kann nicht auf mein Notebook hier draufschreiben Apple, weil das Ganze eben eine geschützte Bezeichnung ist. Das bezieht sich nicht nur auf die Marken, sondern auch auf die geschäftlichen Bezeichnungen. Sie kennen das. Das sind so Sachen wie Gasthof zum Hirsch oder sowas oder Metropolkino. Das sind keine Marken. Die sind geschützt, die darf kein anderer haben, damit es eindeutig zugeordnet werden kann. Das hat zwei große Vorteile. One face to the public, im Sinne von, man weiß, es gibt einen Ansprechpartner und der garantiert für eine gewisse Qualität und eine gewisse Herkunft. Das heißt, es führt zu einer Verantwortung. Gleichzeitig weiß ich auch, wen ich verklagen kann. Ich muss also nicht suchen, wer die Geräte XY herstellt, sondern ich weiß genau, wer das ist und weiß auch direkt, an wen ich mich halten muss. Das heißt, ich habe direkt einen Ansprechpartner und das ist alles wunderbar geregelt. Die Rechtsordnung hat das Problem auch noch weiter ausgeführt, denn wichtig, Sie können Unternehmen über Ihr Leben hinaus betreiben. Wenn Sie also zum Beispiel ein Schneider sind und ein kleines Schneidergeschäft haben, dann können Sie dieses Geschäft auch nach Ihrem Tod noch weiter betreiben, nicht etwa als Zombie,
sondern indem sie das ihren Erben geben und die Erben führen das weiter unter ihrem Namen. Das Geschäft sieht genauso aus, das heißt immer noch Schneidergeschäft Alfons Müller, der aber leider schon 1973 gestorben ist. Das Gesetz geht sogar noch weiter und sagt, ich kann dann mit meinen schlecht genähten Sachen dahin gehen und sagen, das ist schlecht genäht, dann haften die Nachfolger für die Schäden, die der Vorgänger begründet hat. Umgekehrt darf ich auch meine Schulden, wenn ich da auf Pump habe, meinen Anzug nähen lassen, kann ich die da auch wieder bezahlen an den neuen Inhaber. Das Gesetz geht also davon aus, das Unternehmen ist losgelöst von den Menschen, die dahinter stehen. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass sie einen Modellbahnvertrieb Angelika Würz haben und der wird dann zu einem Modellspielwarenvertrieb Angelika Würz, die aber schon gar nicht mehr dabei ist, sondern ab sofort gehört das Unternehmen Uwe Erb. Das heißt, das hat den Namen eines Menschen, der damit schlicht gar nichts mehr zu tun hat. Der Mensch ist weg, der Name bleibt. Sie können also weiterhin mit dem gleichen Laden an der gleichen Stelle Verträge schließen und das Ganze ist unproblematisch. Bei Gesellschaften ist es noch einfacher. Bei Gesellschaften, wer da eintritt, austritt, wechselt, ist egal. Daimler ändert nicht jedes Mal die Rechtsform, wenn einer eine Aktie kauft. Und selbst bei Gesellschaften, wo die Gesellschaften persönlich haften, bleibt das Unternehmen bestehen, wenn einer stirbt oder eintritt oder austritt. Unternehmen haben weiterhin, das haben Sie eben gesehen, nicht nur einen Namen nach außen zu vertreten, sondern sie haben auch eine Verantwortung nach außen. Das Unternehmen haftet für den Mist, den die Angestellten auf allen Ebenen machen. Und das bedeutet einerseits, wir müssen das Wissen der Mitarbeiter von unten nach oben hochrechnen. Das heißt, der Chef wird so behandelt, als würde er das gesamte aktenmäßig erfasste Wissen kennen. Wenn Sie also irgendwo den Sachbearbeiter haben, der weiß, dass das Auto immer explodiert, oder wenn Sie wissen, das hat halt umweltgefährdende Abgase, dann wird so getan, als ob der Chef das persönlich wüsste, auch wenn er es nicht weiß. Das Unternehmen haftet für alles, was irgendwo auf der Ebene passiert. Und Sie haben den zweiten Aspekt des Organisationsverschuldens, wo so getan wird, wenn Sie jemanden nicht haben, der Aufsicht führt, Ihnen fehlen also wichtige Leute, wird so getan, als hätten Sie die entsprechende Person eingestellt. Sie haften also dafür, dass jemand fehlt, der beaufsichtigt. Das zweite tolle Argument ist, je größer ein Unternehmen ist, desto reicher ist es auch. Sie kennen das aus den Amerika, aus den USA, wo die arme Dame war, die einen Kaffee bei McDonald's gekauft hat, im Drive-In, und der Kaffee hatte eine Temperatur von 140 Grad Celsius. Jetzt fragen Sie sich, wie kriegt man Wasser auf über 100 Grad, dann verdampft das doch. Die Antwort ist, der Deckel, der hält das Wasser da drin. Die Dame hatte eine wunderbare Kunststoff-Polyester-Strumpfhose an und balancierte diesen Kaffee zwischen ihren Beinen. Dann fuhr sie los, musste bremsen und der Kaffee schwappte dummerweise aus dem Becher raus auf die Strumpfhose. Danach hatte sie Beine inklusive Kunstfaser, das war dann wirklich schön eingebrannt. Also das ist ziemlich eklig, können Sie sagen. Und da kann man natürlich dann nicht die Kassiererin bei McDonald's für verantwortlich machen, nicht den Menschen, der den Kaffeeautomaten gebaut hat, sondern es haftet das Unternehmen. Und das Unternehmen hat viel Geld, das hat richtig viel Geld. Und die mussten auch richtig viel Geld zahlen. Weil es Amerika ist, mussten die halt auch Strafschadensersatz zahlen, damit sie in Zukunft nicht mehr machen. Aber Sie sehen, das Ganze funktioniert deshalb, weil das Unternehmen groß ist. Wenn das jetzt wirklich die Kaffeefrau Müller wäre, die ihren eigenen Laden hätte und gerade Zuschuss vom Arbeitsamt hat, würde das schwer bei der Geld zu holen. Dann können sie noch so viel Strumpfhose im Bein hängen haben. Die hat Pech gehabt. Das Problem ist natürlich, Schadenshöhe wird dann schnell hochgerechnet, man sagt, die haben ja viel Geld, das heißt, je größer, desto mehr Geld müssen die auch zahlen. Die Amerikaner machen das ganz gerne mit ihrem Strafschadensersatz, in Deutschland nicht. Auch für die Strafrechtler ist es eine tolle Sache. Sie kennen das im Kartellrecht, jetzt wieder 5 Millionen Geldbuße gegen den und den. Google wird auch ein paar 100 Millionen zahlen müssen, also Google zahlt Aufbau Griechenland. Das ist ganz attraktiv, wenn Sie Unternehmen haben, können Sie am Umsatz eine Geldbuße berechnen und die ist deutlich höher, als wenn Sie einen Gehalt von einem Menschen berechnen. Ein Mensch hat ein Gehalt, sagen wir mal, selbst wenn das irgendwie ein Topmanager ist, vielleicht von ein paar Millionen. Google hat da ein paar Nullen mehr dran. Das heißt, bei Google können Sie richtig viel Geld abgreifen. Für den Staat sehr attraktiv, besser als bei Ihrem Ticket, weil Sie bei
rot über die Ampel gefahren sind oder weil sie zu schnell gefahren sind. Da kann man richtig zugreifen, sehr attraktiv für den Staat. Damit das Ganze funktioniert, muss man allerdings eine Maßnahme treffen. Man muss sicherstellen, dass nicht Deppen in das Unternehmen führen. Und der Staat versucht das zumindest dadurch zu gewährleisten, dass er sagt, Leute, die schon mal Insolvenzstraftaten begangen haben, sind schon mal disqualifiziert. Sie kennen das aus dem Handwerksbereich ganz häufig. Da hat man den Handwerker, der hat seine tolle GmbH, dann geht die pleite, dann stellt sich heraus, er hat keine Bücher geführt und hat den Antrag zu spät gestellt. Dann geht ein Urteil, dann wird er strafbar, muss eine Geldstrafe zahlen, alles tolle Sache. Und dann wird eine neue GmbH gegründet. Die kann aber nicht mehr den dann verurteilten Handwerker als Geschäftsführer haben, sondern wer wird dann Geschäftsführer dieser GmbH? Die Ehefrau. Denn die Ehefrau ist ja nicht disqualifiziert, das heißt, es klappt wunderbar. Dann muss er ein paar Jahre durchhalten, weil das gilt nur für 5 Jahre. Und nach 5 Jahren kann er dann selber wieder Geschäftsführer werden, dann geht die Sache weiter. Also Sie sehen, das Gesetz sagt, nicht jeder Depp soll das machen können. Praktisch ist das nur beschränkt wirksam, aber das ist eine andere Frage. So, ich habe Ihnen jetzt gesagt, es ist eine tolle Sache, diese Rechtsfähigkeit Unternehmen und sowas. Jetzt machen wir mal ein praktisches Beispiel. Gucken Sie das mal an. Das kennen Sie vielleicht noch von vor ein paar Jahren. Es gibt Leute, die machen Abitur in Deutschland. Und das ist ein sogenannter Abiturjahrgang. Und die meisten Leute, die Abitur machen, die machen dann eine sogenannte Abiturfeier. Keine Abi-Party, sondern eine Feier, wo man irgendwie in ein Restaurant geht und dann kommt da irgendwie die Geigenmusik und irgendwo so ein Quatsch. Finde ich ja furchtbar. Manche machen das auch im Rhein, auf dem Schiff und so, ganz toll. Und das kostet Geld. Und jetzt war dieser tolle Abi-Jahrgang da und die haben halt so Finanzierungspartys gemacht und sowas und haben sich eine tolle Sängerin und 5 Musiker angeheuert, die an dem Abend was aufführen sollten. Und die sollten dafür 1.800 Euro kriegen. Da kam das sogenannte Organisationskomitee und haben mit dem einen Vertrag geschlossen, sogar schriftlich, das wurde auch mal mündlich bestätigt alles. Und dann liefen diese blöden Finanzierungspartys nicht so wie erwartet und die hatten nicht genug Geld. Und daraufhin ging dann das Finanzierungskomitee hin und sagte, oh, tut mir leid, wir müssen leider absagen. Und jetzt, damit der Fall für uns interessant wird, verklagte diese tolle Musikerin, bzw. die Band, den Abiturjahrgang insgesamt vor Gericht. Sie wissen, Abiturjahrgang, 80 Leute, 100 Leute, die wurden verklagt. Und zwar sagen die, Klage gegen den Abiturjahrgang, vertreten durch das Organisationskomitee und dann die entsprechende Adresse von den 3 Leuten, die da waren. Und das Gericht muss sich mit der Frage beschäftigen, ist es denn sinnvoll, dass ein Abiturjahrgang als solche Organisation vor Gericht insgesamt klagen und verklagt werden kann? Oder anders auszudrücken, um es juristisch auszudrücken, ist ein Abiturjahrgang rechtsfähig? Ist das eine Organisation, wo wir als Staat zweckmäßigerweise diese ganzen Kriterien, die wir eben gehabt haben, mit Zurechnung nach oben und unten anerkennen müssen? Was meinen Sie dazu? Ja? Das ist ja vom Ergebnis her, mit dem Motto, es könnte eine Außen-GbR sein. Die Frage, die wir uns vorher stellen müssen, ist, warum? Welchen praktischen Gewinn hätte ich davon, dass es eine Außen-GbR ist? Warum sollte ich in so einer Außen-GbR machen? Weil die ökonomisch zusammengehandelt haben. Wer hat denn hier gehandelt? Was mit denen, die Nein gestimmt haben? Demokratie. Aha. Ja, wo kommt die Demokratie denn auf einmal her? Grundgesetz. Grundgesetz. Ach, Grundgesetz. Sie haben doch sicher auch mal Abitur gemacht. Waren da alle mit Ihnen immer einer Meinung? Es gibt immer mindestens 2, die dagegen sind. Sollen die jetzt dafür haften, dass alles vor die Wand gefahren ist? Und die haben hinterher wahrscheinlich auch gesagt, haha, habe ich von vornherein gesagt, ja? Also wusste ich doch gleich schon, habe ich doch immer schon gesagt. Ja, also die sagen jetzt, wie soll ich dafür haften, ich war immer schon dagegen. Also so viel zum Thema Demokratie. Die diskutieren gerade vom Ergebnis her und sagen, ja, es könnte eine Außen-GbR sein, sei alles schön und gut. Aber die ökonomische Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ab welchem Punkt ist es berechtigt, etwas als
außenrechtsfähige Institutionen anzuerkennen. Ab welchem Punkt kann man sagen, Institution ja oder nein? Gut, jetzt sagen wir mal, die haben gesagt, ja, ja, aber wir dachten noch nicht für 1.800 Euro so eine Premium-Band. Wir dachten hier irgendwie DJ Ötzi, DJ Müller, der da irgendwie seine 5 Songs spielt, der kostet 100 Euro den Abend. Aber 1.800, da haben wir nicht mit gerechnet. Was sagen Sie dann? Irgendjemand meckert ja immer. Hinterher weiß man immer mehr. Das ist das Schöne bei solchen Sachen. Hinterher sagt jeder, ja, wie konntet ihr denn nur? Wie blöd seid ihr denn? Man hat immer dieses dreiköpfige Komitee, das sie so lange gut, wie sie hinterher alles bezahlt kriegen, wenn sie es nicht bezahlt kriegen. Man soll seinen guten Glauben da suchen, wo man ihn verloren hat. Also wenn man dann so dumm ist und den Leuten vertraut, dann ist man halt, da denkt man halt dran. So ist das Leben. Ja, so ist das Leben. Also, die Kernrechtsfrage, die man sich hier stellen muss, ist, erwirbt man hier als Rechtsverkehr irgendeinen Interesse daran, dass es so läuft, ja oder nein? Und die Antwort lautet, normalerweise geht keiner davon aus, dass ein Abiturjahrgang so als homogene Gruppe nach außen auftritt. Denn erstens sind diese Abiturfeiern relativ spontan, das heißt anlassbezogen. Und zweitens geht man eher davon aus, dass dieses Komitee sozusagen die Verantwortung zieht. Wo die das Geld hinterher herkriegen, ist ja deren Problem. Die können das vielleicht an ihre Mitschüler verklagen. Aber dass die Mitschüler, die sozusagen nie nach außen aufgetreten sind, repräsentieren können, das ist schon sehr fraglich. Ja? Man müsste ja auch von der Frage ausgehen, wer ist in dem Fall schutzwürdiger? Also die Band könnte ja durchaus, man könnte von denen ja auch erwarten, dass so ein Abiturjahrgang nicht nach außen hin für sich alle möglichen Forderungen für sich beansprucht als Ganzes. Da also, könnten schon erwarten, dass so etwas passiert. Sie können schon erwarten, dass sowas passiert. Ja, schutzwürdiger ist immer so eine Sache, das kann man auch würfeln. Ja. Abiturienten sind auf dem Markt jetzt vielleicht nicht so erfahren. Och, Abiturienten, die haben die höchste Stufe der Allgemeinbildung erreicht. Das sind Top-Leute. Ja, also, dieser Fall ist deshalb bemerkenswert, weil es einer der wenigen Fälle ist, wo man nicht weiß, wie er richtig ausgehen würde. Im konkreten Fall hat das Landgericht Detmold in der Tat gesagt, die sind rechtsfähig. Mit der Begründung, das sollen die mal untereinander ausmachen, das ist ja hier Abiturjahrgang, die wissen schon, was sie sollen. Und wir haben keine Lust, mit dem Fall auseinanderzusetzen. Letztendlich haben wir auch nur 90 Euro gekriegt, das ist eine andere Frage. Um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, Unternehmen setzen regelmäßig eine gewisse Dauerhaftigkeit voraus. Sie erinnern sich an unseren Fall mit dem Schneider, nach dem Tod, unseren Fall mit den Markenprodukten. Daran fehlt es bei der Abiturjahrgangsgemeinschaft schon mal. Der Sinn der Institution ist, dass der Markt Prognose über die Qualität der Leistungen, insbesondere bei Erfahrungsgütern, sammeln kann. Das heißt, der soll wissen, ach, Apple finde ich gut, egal was dahinter ist. Ja, also Hauptsache Marke, egal was dahinter sich verbirgt. Und dadurch wird auch die Verantwortung erhöht, weil man sagt, es wird das Wissen zusammengerechnet von allen Mitgliedern. Das würde für unser Abitur-GbR auch bedeuten, das Wissen von irgendwelchen Leuten, die nie damit Vertrag geschlossen haben, das hätte mit zugerechnet werden müssen. All diese Kriterien sprechen eher dagegen, beim Abiturjahrgang von einer GbR auszugehen. Last but not least, Unternehmen können auch Gegenstand von Transaktionen sein, M&A, Mergers and Acquisitions. Das heißt, man hat das Unternehmen sozusagen als Block. Sie kaufen nicht ein Grundstück, sie kaufen nicht ein Handy, sie kaufen nicht eine Fabrikhalle, sondern sie kaufen alles, was dazugehört. Sie kaufen die Patente, die Geräte, die Mitarbeiter und die Fabrikhalle als Komplett-Set. Das ist für Sie einfacher zu kalkulieren, weil Sie können einen Gesamtpreis aushandeln, während Sie, wenn Sie Einzelteile kaufen, es regelmäßig teurer wird, denn Sie müssen ja jedes Produkt unabhängig von den anderen bewerten. So, damit sind wir für heute auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie haben irgendwas mitnehmen können. Wenn nicht, ist das nicht schlimm, denn nächste Woche geht es weiter und dann machen wir viele weitere anspruchsvolle Fragestellungen. Vielen Dank.